Wir sind nicht nervös, Mann. Was ist los? Was ist das, Mann? Also, so, Folge Nummer 22. Heute mit einem speziellen Gast. Ein Gast aus Wetzikon. Ein Gast, wo... Wo wie viel Mal Platin gegangen ist? Wo dreimal Platin gegangen ist, mindestens 10-mal Gold gegangen ist. Wo mit einem anderen Kollegen und vielleicht noch ein paar anderen Leuten Schweizer Rap auf dem Rücken trägt. Im Volksmund nennt man ihn auch den Tibidi Zabrabadidab. Zabrabadidab, genau. Der Typ, der typ der nicht mal Angst vor seinem eigenen Schatten hat. Holy shit, aufpassen, Bruder. Genau, er ist heute da zu uns bei Gast. Was läuft, Bro? Wie geht's dir? Ja, sehr gut, Bro. Jetzt bin ich da. Jetzt hast du eine riesige Ansage gemacht, aber den Namen haben wir gleich nicht gesagt, Bruder. Bro, muss ich, wenn du Stimme hörst? Mein Name ist EAZ. Ich bin da zu Gast bei Kurz und... bin kurz und bündig. Es ist mir eine verdammte Ehre, Jungs. Schon sehr, wirklich, und ich glaube, ja, Mann. Ich glaube, starten wir einfach das Shit. Also ja, Mann, legen wir los und zersagen wir. Es hat ja schon gut angefangen mit dem Smirnoff. Wir sind wieder mal unscripted, Bro. Wir haben zwei Sachen vorbereitet heute. Eit. Das eine hast du auf Insta gesehen, Bro. Wir, haben das, wir machen wieder ein sehr unangenehmes Interview mit dir. Wurde geil. Freut euch drauf. Wird sicher geil, Bro. Wieso lachst du schon, Mann, Alter? Das ist mit dir, Mann. Und dann haben wir noch einen kleinen... dann haben wir noch ein kleines Quiz vorbereitet, wo du gegen den Zero spielen kannst. Okay. Aber eben wichtig so für alle, erstens mal für alle, die nachher zuhören, die unangenehmen Fragen sind nicht von uns, die sind von unserer Community. Ich habe nichts dafür. Also wenn du jemandem Schuld geben willst, dann bitte. Ja, es ist, bei uns ist es eh immer einfacher, immer die Schuld an anderen schreiben, ist immer am einfachsten. Genau. Vielleicht noch schnell, bevor wir richtig anfangen mit dem, ich sage auch jetzt jeder, der da zuhört, wie er will, ein Interview hören, behind the scenes, über Musik und über den harten Werdegang vom ZBDZBDAZ. Der ist da falsch. Es ist kein Interview, für das könnt ihr vom Bruder, vom Luki Winiger, er hat einen Podcast auch hochgeladen auf YouTube, wo er ein geiles Interview hat. Es hat auch x Interviews über dich. Das ist kein Interview, das ist ein Gespräch unter Brüdern. Unter erwachsenen Männern. Oder? Schön gesagt. Sehr schön gesagt, Bro. Ich habe schon den ersten Spruch bringen, Bruder, aber ich glaube, ich muss nicht. Nein, drop. Du hast angesagt, Bro. Aber es kommt, ich habe schon ein paar im Peto, Bro. Bro, es geht, wir sind knapp in 3 Minuten, ich glaube, easy gesprochen. Bis jetzt sind die Leute schon schneller beleidigt worden. Aber easy, alles gut. Ja, Bro, eben, ich meine, wir wissen eigentlich nicht groß, über was wir reden. Wir haben schon ein gutes Gespräch gehabt auf der Autofahrt da. Ja, voll. Vielleicht erstmal so, wie ist das entstanden, dass du da bist? Ich habe Arsch gegeben. Wieder mal. Verdächtig oft, Bro. Wieder mal verdammte Scheiße. Danke für deinen Einsatz übrigens, Serat. Bro, alles für kurz und mündig. Alles für kurz Fall, Bro. Weißt du, kennt ihr die Doku über das Fire Festival? Weißt du, was Fire Festival ist? Das ist in der Wüste? Das ist ein Festival, wo soll, das hat der Ja Rule und nochmal jemand das gemacht. Das soll auf einer Insel passieren. Ah, oh, wo es nachher nicht stattgefunden hat. Genau. Riesenskandal. Wo Riesenskandal ist. Und der eine ist auch ein renommierter Marketing-Typ, seit Jahren dabei. Und ich weiss, es hat eine Szene, wo er so hat mit seinem Schwanz lutschen für Evian-Wasser. Sicher nicht, Bro. Hey, fressen. Das ist echt. Bro, für Evian-Wasser, und Bro. Und er ist so seit Jahren dabei im Game. Und er sagt in der Doku, sagt er auch so, er so, Bruder, ich bin Marketing-Manager seit 30 Jahren, ich bin seit 40 Jahren im Business und ich bin dort gewesen, ich habe mir recht überlegt, Schwanzlutschen für Evian Wasser, Bruder. So hart im Loch ist das gewesen, so Bro. Thema Arsch. Würde er für 1 Million, wenn man schon bitte... Ganz grusig, ja. Alter, kommen wir zu der Frage. Nein, noch nicht, Bro. Das ist richtig Eier-Modus nachher, aber noch nicht jetzt. Oh shit. Ja, Bro, ich habe mich selber eingeladen. Ich bin ein Fan von euch. Wir sind, wir sind brutal Fan von dir, Bro. Wirklich, ihr macht Girl das. Sag ehrlich, das Wort Odyssee, hast du das gekannt vor dem Aufnehmen? Bro, ich habe es gekannt, aber ich habe nicht gewusst, was das heisst. Dann bin ich es googeln. Odyssee ist jedes dritte Wort. Wir Ausländer, wir kennen ein Wort, Bro. Und wir versuchen das immer einsetzen, Bro. Ich habe einmal in der Oberstufe gelernt, obsolet, Bruder. Obsolet? Ja. What the fuck? Aber bitte frag mich, was das heißt jetzt. Obsolet? Hey, obsolet ist doch so etwas wie so gleich, nicht? Gleichgültig. So, genau. Ist egal. Obsolet. Bruder, genau. Obsolet. Weißt du, obsolet ist der Gott. Das ist obsolet. Bruder, ja, genau, Bro. So. Wir sind am Reden, auf einmal sage ich, Bruder, das ist obsolet, Mann. Was ist denn das? Und ich schaue nachher so? In der Gegend, so, wer checkt keiner, checkt alle so. Ja, Bruder. Voll.
Nein, aber du sagst, Bruder, wir lernen ein Fremdwort, auf einmal benutzen wir sie in den Lieder im Slang, Bruder. Ja, direkt zum Zeigen. Aber wir haben schon letztes Mal drüber geredet, Bro. Noch ganz kurz, Thema Musik. Okay. Wie haben der Mütter gefickt erstmal mit dem Lied Motivé? Ja, also, Mann. Wie Bro. Haben der Mütter gefickt? Shoutout an Dardi, Lee, er hat es produziert, oder? Yes. Winterthurer Legende, Bruder. Ja, 4-0-0. Ja, Mann. Der Dardi hat Video gemacht. Genau. Ihr zwei haben zerrissen, Bruder. Ja, Zen und du. Ja, Mann. Und ich hatte dir das vorher schon erzählt, Bro. Du hast in Tös gelebt sogar, gell? Ja, ich bin Kindergarten in Tös. Die ersten paar Jahre habe ich da verbracht. Yeah. In der Hood. Und dann sind wir auch ganz schnell wieder auf Wetzigen. Zu viel Ausländer da. Zu gefährliches Pflaster. Nein, auf jeden Fall, ja voll. Tös bin ich sehr schnell. Kurze Zeit und dann zurück auf Wetzigen. Und ja, Mann. Und mir ist gerade aufgefallen, wir haben das Intro vergessen machen. Was ist voll, Alter, shit. Bro, wir sind einfach zu nervös jetzt mit dir am Reden. Ja, aber schau, wir lassen das Intro das mal aus. Lassen wir es aus? Ja, lassen wir es einfach aus, dann werden wir es hören. Keine, ich weiß nicht. Du kennst das Intro von uns. Zeige mal. Also wir geben dir das Intro los. Gehen dir. Heide, Bro. Brüder, endlich haben wir einen Podcast. Aber wehe, du nimmst nicht sehr, hat sein Lachen irgendwo im Intro mit. Also meine Kolleginnen sagen mir immer wieder, ich soll mal in den Podcast einhören. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe den Hype nicht. Obi an der Melodie. Arkadaşım, ben sizi yapma kamera var. Beyefendi nereden geldiğinden hiç bir haberim yok. Söylüyorum abi, çarşıyla geldi bu. Yok ben küfür etmiyorum, bu küfür etmiyorum. Ne istiyorsun sen? Kuzu istiyor. Das iş. Kurtul bindik moruk. Moruk! Voll, das ist unser Intro. Was poppin? Vielleicht produziert ihr irgendwann eins für uns oder mit. Ja, Bro, sehr gerne. Das war sehr gut gewesen. Dankeschön, wir sind auch noch neue dran übrigens. Wir sind noch ein bisschen Tags am Sammeln, Bro. Darfst du noch auch gerne etwas sagen? Right. Aber eben zu der Frage, du bist ja von Tös, Bro. Und du bist von Tös, sorry. Hör doch auf, Disrespekt, Mann. Soll ich auch sagen, Alter, klappt Masse. Wie kannst du wissen, dass 26 Jahre lang einfach wegdrücken jetzt, Mann? Du bist in Tös gewesen, Bruder. Und once you go Tös, you never go. Nein. Du hast mal in Tös gelebt, Bruder, und das Ding ist, ich bin jetzt in der Body in Tös. Und du weißt, wie unsere Leute sind, Bro. Es kommt nicht einer zu mir, ich spreche noch nie gesehen, Bro, aber er kommt zu mir und sagt, du machst ja auch so Ding. Check, kennst du die? Dingens. Du machst ja so, keine Ahnung, man, TikTok und so. Geil, das mit Video. Das mit das Ding. Etwas. So gut, ha? Das mit, weißt du, das mit Mikrofon, wo du redest und nachher durch ihn im... Aber du weißt von was. Du weißt. Ich so, aber du weißt, genau das. Und dann hat er mir auch gesagt, Bruder, er so, ja, weißt du, Schweizer Rapper und so. Ich will diese nicht, Mann, weißt du, so hat er mir gesagt. Und dann, Bro, ist kurz ruhig gewesen. Der Kaugummi noch im Mund. Ja, ja, der. Normal. Der, wo seit zwei Stunden keinen Geschmack mehr hat, aber er ist einfach im Mund, Bro. Er am Reden, nach läuft sich hin. Oh, Triton, komm zurück, sorry, Bruder, mein Kind, Bruder. Und dann sagt er mir so, er so, Mann, Bruder, Schweizer Rapper sind nicht, aber. Der war so, also der war so eine Art, der hat schon auseinander genommen, Dann sagt er mir, ich so, ja Mann, Bro, er ist krank, Bro. Sagt er mir, motivé, das hier noch so. Und dann hat er einen guten Satz gesagt, Bro, wo ich bis heute nicht, also bis heute ist zwei Wochen her, nicht vergessen habe. Hoffentlich hast du vergessen, wohl um zwei Wochen. Also ich bin vor zwei Wochen als Hurensohn betitelt worden. Bruder, und ich habe deine Ehre verteidigt, Bruder. Er so, du redest nicht so über meinen Kollegen, Mann. Wie redest du, Mann? Du bist ein Mann. Bruder, nein, er hat so gesagt, er so, und weißt du, Mann, er hat einfach ein Lied mit Snoop, ha? Und dann hat er gesagt, er so, aber weißt du, nicht der Snoop ist auf EHZ sein Album. Das schiebt man, Bruder. Er so, er ist auf Snoop sein Album, Mann. Er so, sag mir wer, auf einmal, er ist dein größter Fan. Check. Also sag mal, wer in der Schweiz? 2 Minuten als Bruch. Okay, wer in der Schweiz? Vollmann, Bro, krass, oder? Also ich meine, krass. Bro, es ist brutal, Mann. Alter. Also da musst du auch nicht humble sein, Bruder. Ganz ehrlich, Bro. Zen, falls du das siehst, Bro. Du weißt. Bro, ich kann Motivé so schnell wie möglich kicken. Yeah. Ich habe gewusst, als nächstes kommt Motivé. Yeah. Nach Round and Round. Yeah, was für ein Banger kommt Motivé. Und ich habe gedacht, vielleicht zieht er nicht, oder was weiß ich. Nein, ich kann einfach, nicht vielleicht zieht er nicht, weil es zieht fast alles, aber...
ich habe doch nicht gewusst, dass das so laufen wird. Du hast nicht dran geglaubt, hä? 0,0. Ich sag dir ganz ehrlich, Bro. Krass. Ich wollte nur den Motiv rauskicken. Damit er raus ist. Dass so schnell wie möglich der Nächste kommt. Mm. Und das ist immer, immer das Gleiche. Auch bei Allee war das genau das Gleiche. Wir wollten Allee nicht auf dem Sampler-Album haben. Einer von den stärksten Songs von euch. Ja. Danke, Bro. Und dann ist Motiv rausgekommen und... Alter, wie ein Flatter im Gesicht. Ich bin nur noch Streaming-Zahlen am gesehen und denke, Alter, was ist das, Mann? Aber verdient. Ich habe den Rekord gebrochen von Lund Leduc, falls ich nichts Falsches sage, mit Bunny und Clyde 2. Sie haben 240'000 Streams gehabt in einer Woche und ich bin bei 275. Da siehst du, was der Rucke macht, Bruder. Unsere Leute, Bro. Dort ist der Rekord gebrochen worden, Bro. Jetzt Motive. Hat von zwei, ich, mit Bonnie und Clyde 2 habe ich 275'000 Streams in einer Woche gehabt und Motive ist bei, was war es, 500. Oha. 500'000 Streams in einer Woche, Alter. Ich drücke jetzt einfach einen Knopf, Bro. Druck, Bro, scheißegal, ich weiß nicht, was das ist. Egal. Sagt ihr ehrlich? Ah? Gugus Xi, Gugus Gibli. Passt, mit passt. Mit G, G, G. Fangt ja auch mit G an, ja, oder? Genau. Nein, Bro, auf jeden Fall. 500'000 Streams, Bro. Ich habe mir nur gedacht, Alter, shit, Mann, Alter, wie krass kann das sein, Alter, dass ein Song so fest abgeht. Ich habe ihn kaputt gemacht, Bro. Ja, Mann. Und ich sehe, du bist ja, Bro, ich bin, wir haben schon letzte Folge darüber geredet, ich bin ja am Frauenfeld auf der Bühne mit euch. Ja. Irgendwann ist halb Frauenfeld auf der Bühne gewesen, Bruder, ich weiß nicht, was das ist. Ich auch nicht gewusst, wer wie wo. Der Dard ist nachher zu mir gekommen, er so, Bruder, ich weiß nicht, wer die sind, ich kann die alle wieder flattern, Bruder. Ja, sind einfach zwei gekommen. Bro, Mann, alles Gute. Ja, wer bist du? Wer bist du? Aus welchem Loch bist du gekommen, Alter, Mann? Irgendwann, jetzt haben wir dein Bandeli, Alter, Mann. Zeig mal, ob das Media passt oder nicht. Darfst du überhaupt da sein, Mann, Alter? Bro, und ich weiß, der Zen ist auf Stage gekommen und dann bist du auf Stage gekommen. Ja. Und du bist ohne Reden, Bruder. Ja, Bro. Und ich glaube, du bist kaputt nervös gewesen, Bro. Bro. Aber Leute haben gemeint, du kommst mit Eier so, Bro. Dir ist scheißegal. Bro. Du bist die Crowd ist durchgedreht. Bro. Ja, Bro, es ist... Eigentlich bin immer ich mit dem Zen auf der Bühne von Anfang an. Ja. Und das ist so das erste Mal gewesen, dass der Zen gerade auf die Bühne geht. Und ich sehe, er rennt auf die Bühne. Und dann bin ich alleine dahin gewesen. Und er war am Abgang gewesen. Und ich nur am denken, fuck, Alter, Mann, ey, wie lange geht das noch, wie lange geht das noch? Und dann war mein Turn gewesen und dann habe ich nicht gewusst, was machen, Bro. Ich bin einfach reingelaufen, Alter. Und dann denkst du, ich komme und zerreiss schnell. Ich komme. Frankfurt, was geht ab? Dann ist es, Alter, die Leute sind durchgedreht, Bro. Sind durchgedreht und dann, ja, die ganze Show war brutal gewesen, Mann. Also, man kann wirklich mir den letzten Podcast gesagt, wirklich so, ich glaube, es ist die kränkste Show gewesen, die gespielt worden ist. Ich sage dir das ehrlich, ohne Geile Dick Sieg, Rider, Bro. Ich weiß nicht, ich habe die anderen Auftritte nicht so miterlebt, außer natürlich hat er Videos vom Hafti gesehen und vom Sido auch. Mm. Also, ja, Bro, natürlich, aber Bro, ihr habt, ist das Soul City gewesen? Yes. Bruder, also... Brutal. Zum Glück war es nicht begrenzt gewesen, Bruder, weil es hat die Leute keinen Platz gehabt. Ich schwöre, Bro, ich habe geschaut, Alter, ich habe nichts mehr gesehen, nur Menschen. Bruder, Bro, ich wollte dir vorher sagen, du hast, eigentlich hast du zwei Wege gehabt, um an Essen zu kommen, Food. Du kannst rechts durch und dann hast du ein einen längeren Weg oder du gehst links. Aber links hast du gar nicht versuchen, weil du hast einfach gesehen, dass alle, ja, so die Gang, die du durchlaufen kannst, ja, voller Menschen, voll. Bro. Ich habe einmal versuchen reingehen, keine Chance. Krass. Ich will nicht mitkommen, keine Chance, Bro. Keine also, Chance. Das muss man wirklich mal schaffen in der Schweiz, Bro. Ja, Bro. Also, für das kann man auch sagen, Bruder. Ihr habt kaputt gemacht. Bro. Danke vielmals. Ja, wirklich. Danke vielmals, Jungs. Der neue Zürich-Slang, so, ihr habt zugemacht, Bruder, aber ihr habt wirklich zugemacht. Danke, Bruder. Geiles Sieg, Mann. Geiles Sieg. Wir haben auch, ja, voll, Mann. Ja, wir haben auch mit Strassensongs haben wir auch eigentlich ziemlich gut abgeschnitten. Aber dass wir so auf dem Level könnten kommen, so dass mit dem, ich weiß nicht, wie man dem sagt, Mainstream. Ist das Mainstream? Bruder, ich weiß nicht, ob Motivier Mainstream ist, aber Bruder, ich bin mein Arsch, Bruder, das ist es einfach, Bro. Und ich glaube, ich bin mein Arsch. Und sogar eine 60-jährige Frau von da gegenüber, Bro, die bewegt sogar ihren Arsch, wenn die das gehört. Bist du wieder ein Schippi, dann sagt sie, egal. Ja, aber. Verpiss dich lieber. Aber, Bro. Schick doch mein Ass nicht für ein Schippi. Aber, ihr habt einfach. Die sind auf die Bühne gekommen und die haben gesagt: Steph, Steph, Steph! Und der Rest ist Geschichte, der Rest ist der, der Big ist, der lebt, der nicht der Big ist. Los zu, aber kannst du nicht beschreiben, Bro. Ja, ich kann auch kurz müssen beim Viertel, ich kann auch kurz müssen Pause machen und so schnell schauen, Bruder. Weißt du, so, ich bin kurz davor gewesen,
Crowdsurfer, Bro. Yeah. Keiner kennt mich. Ich so, weißt du? auf einmal Moses, der Leute auf die Zeit gegangen schläft, egal. Jo, das ist am Boden, wir im See stehen. Shit, man. Ja, aber es war geil, brutal, Alter. Sicher auch ein unglaubliches Feeling, ja, Bro. Frauenfall, Bro, ist eh immer. Wir sind jetzt zum dritten Mal dort. Das erste Mal dank dem Zen. Und beim zweiten Mal sind wir als Physical Shock gewesen. Mhm. Und jetzt wieder der Zen und er hat mich wieder mitgenommen. Für das bin ich sehr dankbar. Ist abgegangen, kaputt. Bruder, man, besser bist du dabei gewesen, man. Weil ihr zwei jetzt so eine Aura auf dieser Bühne, Bruder. Ja, danke, Bro. Ich weiß noch, du bist, er ist links, du bist rechts gewesen, Bruder. Die haben die, Bro, man. Ja, man, ist vor abgegangen. Meine Kamera, ich habe sehr viele verzitterte Bilder, weil ich noch Headbanger dort, Bro, beim Viertel. Es ist auch für den Zen, übrigens, ist das erste Mal, dass er allein performt hat, ohne Backup. Ja, Mann. Und für mich ist es so wie, also ich bin jetzt auch noch nie allein auf der Bühne gewesen, eigentlich. Das ist halt eine besondere Crowd, Mann. Ja, Bro, es ist also weißt du, wenn du die ganze Zeit immer zusammen bist und dann einmal kurz allein ist schon. Ja, Mann. Ja, das hat er auch gesagt, Bro. Weißt du, er hat mir auch erzählt, wo er da war. Es geht ihm gesundheitlich nicht so gut, Bruder. Aber ich habe gesehen, Bro, dort nach dem Auftritt, Bro, wir sind elektrisiert gewesen, Bruder. Ja, Bro, voll. Ja, er ist sich sehr gut am machen. Er hat ja eine schwere Operation hinter sich. Bro, ich meine, wir kennen uns ja noch nicht lang. Wobei, ich muss sagen, ich hatte dich damals 2006 oder so. Holy shit. Habe ich dich in Wetzikon im Jugi getroffen, Bruder. Nie. Yeah. Bro, mein Cousin, Dennis heisst er. Seine Schwester heisst Damla, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Bro, verarsch mich. Ich schwöre, du als mein Cousin, ja. Die sind jetzt auf Basel. Ja, die sind auf Basel. Was ist Snitches? Bro, Snitches, ich schwöre, bei Gott Snitches. Welt ist klein, hä? Egal, Bruder, auf er ist mein Cousin und wir sind jetzt am Fußballspielen. Was? Und Alter, so, was für Geschichte. Ja, ja. Und er ist so, komm Rümli, Tsunami und EAZ. Psychopathen. Ich muss immer, Bro, ich kann mir nicht zusammen, immer wenn ich das höre. Aber wenn jemand anders hätte sein, Bro. Das ist mal, Alter. Und dann sind wir dort. Und dann sind wir dort in das Jugendhaus gegangen und der ein oder andere hat noch dort eine Tektonik-Frisur gehabt, Bruder, aber ich sage keinen Namen, Bruder. Ja. Und ich habe dort den Auftritt gehabt, ich glaube, das ist der erste Auftritt. Ich glaube, es ist ein Auftritt. Ja, im Jugi. Ja, ja. Ja, so mit Crack Mike und so. Vor vier Leuten. Ja, ja. Aber geil, Bro. Ist geil. Wenn ich halt in Ruhe gehabt dort. Ja, nicht. Und dort, du bist, glaube ich, so der erste Kontakt so mit Schweizer Rap, lustigerweise, damals so richtig. Krass, weißt du, so der erste krass, Konzert, Bro. Quasi. Siehst du, jetzt erst erfahre ich, dass du der Cousin von einem sehr, sehr, sehr guten Kollegen bist von mir. Bruder, ja. Und dann auf einmal, was war so alles gewesen? 16er dort mit Auto und Gang. Den 16er, der ist Legende von euch, Bro. Und dann, mit den Autos und so weiter. Weißt, 16 sind interessant, also wie alt? 15, 14? 17. 17, aber fettere Autos im Videoclip schon als andere ja, Rapper. Alles und so. Von der älteren Generation. Egal, Bro, die haben euch supportet, die haben euch Rücken gehabt, wir sind dabei, wir feiern den Scheiß. Bis meine Mom erfahren hat, was für Musik ich mache. Was ist denn passiert? Sie schafft im Altersheim. Ja. Immer noch. Sie hat übrigens eine Lehre gemacht. Ah, oh, was? Gratuliere, der Hostel, Mann. Sehr schön, ja, Mann. Auf jeden Fall ist dein 16er rausgekommen. Yeah. Und ich habe das ja alles hinter so versteckt gemacht vor den Eltern. Weil die sind nicht so Musik fasziniert gewesen. Yeah. Also Rap fasziniert, besser gesagt. Yeah. Und dann sind andere Mitarbeiter von meiner Mutter zu meiner Mom gegangen. Die Snitches, Die haben gesagt: Hey, dein Sohn ist im Fall, glaubst du, ein bisschen, hä? Ist ein bisschen, hä? Da muss man ein bisschen. Nach meine Mutter, von was redet ihr? Nach zeigt sie ihr ein Video, die sieht, mach ich das, dies, jens, das, Bro. Der Heide, der liebe Arber, der hat rund seine Zähne oder flattert die Reis und der andere Arber, wenn er rausgeht. Und so dort ist so zum ersten Mal mein Gesicht vor der Familie gegangen. Aber Bro, es hat sich gelohnt, Bro. Jetzt bin ich da, wie kurz umgekehrt. Ja. Siehst du, Bro, der Bag hat sich gelohnt. In der Garage, Bro, jetzt bist du in der Garage am Reden über das, Bro. Wie jetzt könnte besser rauskommen? Ja, aber es ist eine schöne Garage. Ja, wirklich. Andere haben Sachen mitgebracht übrigens, wo sie als Besuch gekommen sind. Ah, ja, nein. Für mich ist, Bro. Ich komme einfach so, Bro. Ja. Ich habe das Gefühl. Deine so Präsenz. Nein, Bro, du also ich bin ein Gast, ich meine. Da Gast, ich habe ein Evian Wasser bekommen. Bruder, sagen Sie mir ehrlich, du hast es vorher gezahlt. Das habe ich gezahlt. Ja.
Metaphor, wirklich, ich muss mehr kaufen. Lass mal nicht sagen, es geht auf mich. Es geht auf mich. Auf einmal so, haben Sie Tüfchelpizza, 7 Stück? Bro, ich so, Wagam vom Lidl am Abrennen. Wagam mache ich auch so. Ja, ist schon gut, ich habe schon gesehen, beim Zähn mit Mesen, mit ja, den Ängsten. Da, ich muss schauen, Alter, Fingernägel. Selber zahlen und so. Schon gut, Bro, schau, weißt du, der Zähn, Bruder, Nein, ich kann es immer entschuldigen, Bruder. Du hast recht, wir sind nicht gleich zusammen. Bro, wir gehen... Ja, war arschlich. Bro, warte schnell, bevor Judge, Bro. Warte schnell, warte schnell. Ich sag dir ehrlich, Bro, Josh hat gesagt, ey, Bro, zwei Limit direkt genug Geld. Ja, Bro, ich hab's genau so gesagt. Bro, was hast du gesagt? Ich so, er hat alle Motive, Bruder. Er hat genug Geld, Bro, lader ihn nicht, weißt du, wenn du musst, er auch sein laden. So, genau so hat er hat so gesagt, Bro. Glaub du mir. Beste. Bruder, nein, Bro, look, bevor Judge... Du musst schauen, was du so holen Bro. Normal, aber bevor Dings ist, Bro... Wir gehen fix essen, jetzt vielleicht nicht gerade wegen dem Podcast. Aber wir können zuerst mal wallen, wir gehen essen, Bro. Ich schwöre wie Gott. Und Josh zahlt sogar, Bro. Ja, wir Bruder, Zero hat gesagt, er übernimmt, Bruder. Das ist kein Problem, Bruder. Hat er Zen gesagt? Der Zero. Ah, okay. Alles ja, Bro, sicher. Ja, sehr gerne. Wir können gerne Dings holen, Bro. Weißt du, kannst du die... Was gehen wir denn essen eigentlich? Kannst du die Drüeck-Sandwich von Migro? Ah, ja. Ja, Bro, wir holen... Wir gehen Dinner, Bro. Wir gehen Dinner Fleischkäse-Sandwich holen, Bro. Ah, Baba. Baba, so geht auch. Vergiss nicht, Bro, wo du herkommst, so, Bro. Genau, so ganz simpel, Bro. So Brot mit Fleisch und so, Dings machen wir selber. Was haben wir denn Brot? Tilsiter. Ja. Oder Hustenkranz, der ist auch gut. Oh ja, der ist auch gut. Lab, machst du Old school, Zap. Du hast ein bisschen Mayo rein. Ein bisschen Cola Zero nebenbei, hocken wir in draussen. Wow, Alter. Was für Reste, was für Mese. Wenn ihr esset, esset ihr fertig und trinkt nachher oder trinkt ihr... Das ist eine gute Frage. Oder trinkt ihr während dem Essen? Also... Zum Klarstellen, Leute, die essen und nachher trinken, die haben ein, zwei Schrauben locker, Bro. Ja, ja, schau ihn an. Oh mein Gott. Bro, bist du so einer? Bist du echt so einer? Bro, wieso, Bro? Ich hab erst schon gesagt, so eine Frage, so, wäre lustig zum Wissen wegen komischer Tick, aber ich will nicht noch mehr wissen von dir, Bro. Bro, für mich ist, wenn es nicht aus, Trinken kommt, dann ist fertig mit Essen. Bei dir ist Trinken, bei mir ist Ziggy, Bro. Wie meinst du Ziggy? Bei mir ist, wenn ich fertig gegessen und drücke, dann gibt es Ziggy. Ja, dann gibt es eine Ziggy. Ja. Aber ich rede von, wenn man isst und nebenbei trinkt, Bro. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Biss nehme und ich trinke, ich lasse. Also warte, wenn du Mac gehst, Bro, du gehst in Mac, bestellst ein Menü, du isst das ganze Mac fertig, Getränk am Schluss. Ja. Immer. Am Schluss Ex ist der Getränk, Bruder. Bro, es gibt nichts Geileres. Bro, warte. Es gibt nichts Geileres als... Vom Burger ein Biss nehmen, zwei, drei Pommes in Soße eindippen, und einen Schluck Cola oder was auch immer. Nein, Bro. Die Geschmacksexplosion. Nein, Bro, nein. Zuerst essen und nachher trinken, Bro. Echsen und dann einmal rauslassen. Aber das ist wiederum etwas Krasses. Der erlösende Gürbs nach Cola, Bro. Aber der ist eben nicht, wenn die ganze Zeit trinkst. Ich tue eben halbe trinken und nachher, und ich, wie du, wenn du zu voll, du so drei, vier Stück auf Ex nachher und so ein bisschen Tränen nachher, so ein bisschen raus, weißt du? Ein bisschen wieder Platz für Dessert. Ja. Ja, Bro, ich bin eher der. Wer der Typ. Wollen wir weitermachen oder soll ich gehen? Sorry, Bruder. Was ist passiert, wann? Schnell etwas müssen regeln. Du, kann ich noch bleiben, jetzt, oder? Du hast jetzt gerade so kurz ein bisschen technische Störung. Ja, genau. Bro, ich verstehe es auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin einer, der immer trinkt während dem Essen. Ja. Okay. Aber weißt du was, mach dein Ding, Bro. Anscheinend mit deiner Taktik holst du Nummer 1 Hit, Bruder. Ja, nicht. Also vielleicht ist es auch das. Fangt mal an. Bro, andere Frage, wenn du beim Essen trinken sind. Essen und gleichzeitig Alkohol trinken, geht das? Zum Beispiel so Schnitzel und Bier und so. Verstehst du das? Machst du das? Bro, das mache ich, wenn ich mit dem Dardan essen gehe. Wenn der Dardan mich einladet natürlich, nur wenn er mich einladet. Ja. Nur dann gibt es ganze Paket. Das nicht, Bro. Er trinkt Wein, zum Beispiel Rotwein zu Fleisch. Und Weisswein zu Fisch. Bro, Dart ist eben so ein Society-Chippy, Bro. Und dann habe ich gesagt, komm, ich probiere auch mal. Wir sind in Italien gewesen, wir haben einen Motive-Clip gedreht. Ja, ich seh's. Wir dort schön am Wasser, am Essen, Pap. Er so, ja, bestellen wir eine Weinflasche. Ich so, okay, ist nicht so mies, aber komm, ich probier's. Ich am Essen, trinke einen Schluck Wein, Kies fast. Kies weiter, trink weiter, Bro. Kies fast. Und dann am Schluss hat der Cola müssen kommen, Alter. Ja, normal. Ja, wichtig, Cola Zero hat schon müssen kommen, Bruder. Muss, Bro. Aber ich verstehe es generell auch nicht, Alter. Alkohol zu essen, Mann. Das geht nicht. Bro, das für geht mich, einfach nicht, es Alter. Gilt für mich jeder einzelne Geschmack, der gerade in den Mund hat. Es ist so, ich kann mir schon vorstellen, dass man das geniessen kann und so, weißt du, so mit dem Wein schön. Ich bin einfach kein Weintrinker, ich sage dir ehrlich, Bro. Nein, ich auch nicht. Ich habe, weißt du, gern so der, weißt du, ich bin gegen toxische Männlichkeit, Bruder. Ich sage dir ehrlich, so einen.
so einen gespritzten Weissen, Bruder, ich habe schlimm gern. Ein gespritzter Weissen? Mhm. Der ist auch fein. Ich habe schlimm gern, Bruder. Das ist doch Sprite mit Wein. Sprite mit Wein, Bruder, ein bisschen Eis. Bro, das geht. Zeig, warte, zeig. Nicht, aber ja, gut. Was ich finde sehr gut, dass du das trinkst. Bro, das ist geil, Mann. Nein, Bro, er sagt, ich bin weniger Mann, wenn ich das trinke. Ich habe das nie gesagt, Bro, das ist gelogen. Das ist gelogen. Schau mich an, ich habe das nie gesagt. Wir haben diskutiert darüber. Soll ich anfangen? Bro, wir waren in einer Bar. Keine. Und wir haben so alle etwas bestellt und er hat Panache bestellt. Ja, Bro, ich bin kein Mann, ich habe Panache. Genau. Und weißt du, was Panache ist? Panache ist... Ja, Bro, man. Sprite und Bier, Bruder. Okay. Man, das gibt's in Dose, im Coop, Tankstelle. Aber Bro, das muss ich sagen, das ist wie lange? 6 Jahre her? Genau, Bro, das war die Phase. Josh hat so eine Phase im Leben. Ich wünsche, dass alle die Menschen, die Josh kennen, die hätten zu erleben, Bro. Es ist wirklich geil, sind zu diskutieren. Es hat nichts Geiles gehabt, mit dem Josh diskutieren und ihn hässlich machen. Weil irgendwann mal ist einfach mit dem gekommen. Mein Fresse, du hast keine Ahnung. Er hat einfach Gespräch fertig, zeig, kein Argument. Also, ich sage, ich weiß, fertig. Ist fertig, oder? Oder? Und Die Zündschnur jetzt, die ist extrem lang. Der Satz bringt er lang nicht. Weißt du, er diskutiert gern. Aber früher, Bro, er kommt so Panache auf den Tisch. Ich schaue ihn so, ich so, was ist das? Er so, Panache. Ich so, was ist das genau? Er so, ja, Bier mit Sprite. Ich so, du Mann, weißt du, direkt in der Bar. Hat's dich gejuckt. Warte. Oder schon ein bisschen. Schon. Aber weißt du, wir sind da, dort sind wir auch noch. Wir sind gerne am Stress, aber wir sind auch noch keine. Dort sind wir noch nicht so Woki Canex wie heute. Weißt du, da haben wir nur ein, zwei Wörter benutzt. Als Beleidigung, wo wir heute nicht mehr machen, Bro. Ja, aber dann der ein oder andere Bruder hat am Tisch hat auch gesagt, schwule sich und so, weißt du, wegen Panache und so. Ja. Und dann ist eine Diskussion. Also, warte, du kannst dir, ich habe das nie gesagt. Ich habe gesagt, nicht du. Okay. Wer ist noch der Big? Egal. Auf jeden Fall, Bro, irgendwann mal, die Diskussion ist so lang gegangen, also nicht so lang, ist 2 Minuten gegangen und Josh hat 2 Sachen gesagt. Er so, ey, mir scheißegal, ich könnte gespritzte Wüste trinken und einen Schwanz nach dem lutschen und das wär nur schwul. Mir so in dem Moment, warte, mir in dem Moment so ein bisschen perplex, weil es ist schon easy eskaliert, weißt du, aus dem Nichts. Und nachher hat er so geschaut, mir so, ja, aber Bro, so, meine, denke ich auch nicht. Gar Gespräch beendet, weißt du, gar kein Lust. Was ich damit wollte sagen, ist, was ich konsumiere, ob das jetzt ein Christian Wiese ist oder ein Schwanz mit, was weiß ich, es macht mich nicht schwul, Bruder. Solange wenn ich schwul bin ich schwul, Bruder. Weißt du, wieso dein. Ja, Bro, es ist ein bisschen eskaliert. Aber das ist geil, das ist richtig lustig eskaliert, Bro. Ich kann die Filme, da trinkst du das, dies oder die. Und das Ding ist, er ist dann immer so, immer wenn das Thema so Dings aufkommt, so das Thema Bier oder Saufen generell, er hat immer so mich angeschaut, er hat nur so gewartet, er so, mach das fast auf, Bro, ich bin parat, mach das fast auf. Er wie so, die Jungs so, geh mal saufen, Jungs, ey, gibt's Wette, wenn der Jungs gesagt hat, ja, wo kommt so ein Ding, ich kann schon so angeschaut, weißt du? Yeah. Und er wie so, mach auf, Bro, mach das fast auf, ich bin parat, mach das fast auf. Ja, so ein Hugo, Bro, ich sag dir ehrlich. Bro. Hugo ist geil. Bro, aber auch gespritzte Weisse geht schon rein, Mann. Safe, ja, sicher geil, ja. Bro, und dann noch eine Frau fällt Sommer 30 Grad, Bruder. Ja, Bro. Hat gar Sommer, Bro. Boah, ich hab jetzt hohen Bock auf einen gespritzten Weisse, Mann. Wir holen nachher einen, Bruder. Look, Bro, vielleicht kein Mäse, aber gespritzte Weisse, so viel wie du willst. Hat Josh gesagt. Du auch? Nein, Bro. Aber ich trinke gerne mit dir, weil Gott, Josh sind nacken, Bro. Mir regelt, Bruder, kennst du. Trinken wir heute einen gespritzten Weisse zusammen, ich und du, Sero. Bro, soll ich einfach schnell gehen, oder? Nein, Bro, alles gut. Wir haben schon vorher irgendwie das Thema ummachen angeschnitten und so. Angeschnitten ist gut. Es führt zu einem guten Weg, Bro. Ich bin zufrieden bis jetzt. Ich weiß nicht, schaust du Film? Film? Ja. Ja. Was ist dein absoluter Lieblingsfilm? Absolut so krass, den könntest du jetzt immer wieder dir geben. Immer wieder? Ja. Yeah. Training Day. King Kong ain't got no shit on me! Bro, ich liebe den Film. Bro, Denzel Washington ist der beste Schauspieler auf dieser Welt. Für mich. Jetzt macht Sinn für mich. Er ist doch der, der einen Cop-Partner hat. Der ja, Ethan Hawke genau. Ist sein Partner und er schnuppert bei ihm. Er ist in Training Day. Ah, okay, genau. Okay. Und der Film kann ich mir immer wieder geben. Und dann ist er so, am Schluss ohne Spoiler, Bro, er kommt so mit seinem Whip, Bro, steigt aus und er sagt so... Er ist in dieser Haut nachher, wo sie ihn voll mit anfühlt. Ja, ja. Und dann sagt er eben das. Und er sagt so, King... Und ihm sagt, ey... Gehen wir jetzt in das Büro und sie sitzen im Auto und er schaut zu ihm über und sagt, wir sitzen im Büro, Baby. Yeah. Weißt du, wie er nach einem Vater los. Ja, Mann, ja, Mann. Dann sagt Bro, er schreit um, er klopft seine Brust und sagt, King Kong ist nichts im Vergleich zu mir. Ja, Bruder. Ja, richtig. Das ist ein geiler Film, ja, das ist ein total geiler Film. Aber Bro, ich bin eher der Serientyp, Mann. Okay, Willi? Was bist du jetzt gerade drauf, Bro? Was bist du jetzt krank am Suchen? Alles, also alles. So Stranger Things und so schaue ich nicht. Ja. Yeah. Obwohl ich habe gehört, der ist brutal, aber so meine Favorites, Bro. Ich weiß, vielleicht hatet er mich. Prison Break und Breaking Bad. Wow, Breaking Bad ist krass. Breaking Bad ist geil. Breaking Bad. Breaking Bad. Ist brutal. Kennst du, ich kann auch sagen, ich habe Brot gebrochen mit ihm, Bruder. Ja, Breaking Bad, Amanaka.
Und was geht's nicht um Teile oder was? Ganz um unsere Leute. Ich muss ganz geiler. Kurz, bevor ihr da auf Breaking Bad redet, wo der Prison Break. Hey, look, ich sag dir ganz ehrlich, die erste Staffel, Baba. Brutal. Baba, Bruder. Brutal. Die zweite Staffel, easy, Bro, auch geil. Aber Bruder, wie viel Mal, wenn er in den Knast reinkommt, ausbrechen, Bro. Ja, Bro, also, okay. Weißt, okay, am Schluss ist lange. Wie wär's, wenn er auch nicht so behindert sind und immer in den Knast reinkommen, aber, Bruder. Mastermind, seine Mutter, Bro, er macht sich Tattoo, wie er aus dem Knast kommt, aber Bro, nicht in den Knast kommt, ist keine Idee. Aber die Spannung ist die ganze Zeit um, also wie, das hat mich schon geflasht, aber so ist so. Ja, man, Breaking Bad ist brutal. Sopranos ist auch noch. Sopranos ist Baba, hast du das mal gesehen? Nein, ich habe Breaking Bad gesehen. Habe ich nicht ganz fertig gesehen, Sopranos? Sopranos ist Baba. Aber Sopranos ist so der Vater von Peaky Blinders und so. Ja? Peaky Blinders bin ich nicht so into it. Bro, du, mach nicht. Also, er ist brutal geil. Okay, nein, eigentlich hätte ich geil. Jetzt gibt er jetzt. Das Problem ist, damals, was viral gegangen ist, war schon auf Social Media gegangen. Ja. Weil jeder Kenneck hat einfach irgendein Bild oder irgendeine Story gemacht mit dem Zeugs und einfach so. Noch ein Line, wo er gesagt hat, so am Urlaub. Ich so, Bro, Mann, du bist doch gestern erst noch dort, irgendwelche Sachen kaufen im Jugendtreffen, die du in der Schule von 15 gemacht hast. Und jetzt machst du alles auf keine familiäre Gangster. Jeder ist auf einmal Gangster, wo jeder nimmt die Hüte, die sie haben, und so Hosenträger. Ja. Vom Großvater am Klauen gibt's. Und nachher immer der, weißt du, so im Insta, wenn es postet, die Fotos, immer voll, so ein Zitat von dem. Voll, ich schwör. Yeah, we're gonna win, it's win, for the planet. Irgendwie so keine, weiß ich nicht, man. Es gibt keinen, ich kann es nicht machen, du musst einfach machen, wegen Familie, irgendetwas massig. Die krasseste Serie, die du kannst schauen mit einer Frau, Bro, ist Queen of South. Queen of South ist brutal. Alter. Gott, die vierte Staffel ist gekommen, glaube ich, Bro. Queen of South ist brutal. Bro, das ist wirklich. Ist wirklich, würde ich empfehlen. Also, ist nicht, dass es nachher passiert. Geil, Bro, das ist von Anfang an bis zum Schluss. Ist. Also, dann schau mal meine Freundin vor. Unbedingt, Bro. Mal unbedingt. Schauen. Queen of South ist wirklich geil, Bro. Sehr, sehr brutal. Sehr spannend auch. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen auf dem Trip, weil ich schreibe gerade eine Serie, Bro. Okay. Und ich wollte eine Webserie bald machen. Brutal. Und ich habe jetzt gerade eine angefangen, die ich sehr geil finde. Die heißt Snabba Cash. Mhm. Das ist eine schwedische Serie, aber voll mit Kanaken, Bruder. Und okay, krass. Ist auch auf Netflix. Und ich sage dir ehrlich, Bro, Untertitel trennen uns von sehr gutem Material, Bruder. Also so, Leute, die nicht schauen, wo nicht Deutsch, also weißt, wo nicht Deutsch vertont ist, Bro. Aber eben, Bro, Squid Game hat es gezeigt. Ja. Wir haben das Squid Game gefunden. Bro, ich habe es recht geil gefunden, aber ein bisschen überhyped auch, Bruder. Ja, voll. Die letzten zwei Folgen haben wir, glaube ich, abgelöst. Voll, aber ist schon krass. Ich habe es mir gegeben und ist krass. Anderes Gefühl, gibt es das auf der Welt? Ey, das habe ich mich auch gefragt, weil, wie weißt du, wie es das nicht gibt? Bro, irgendwo gibt es einen weißen alten Mann mit viel Geld. Ja. Und der auch noch ein bisschen kreativ ist, Bro. Ja. Und ich sag dir, was es 100% gibt: Es gibt 100% Menschen, die andere Menschen jagen. Für Geld, 100%. 100%. Was meinst du, Bro? Wie meinst du, jagen? Ja, Bro, sie geben zum Beispiel, sie sagen ihm, du hast 10 Minuten Headstart. Mhm. Du darfst in den Wald rennen und wir folgen dir mit Hunden. Und wenn du dir 20 Minuten überlebst, gibt es Cash für dich und sonst nimmt sich. Gibt es 1 Million. Oh, ich sage 100%. Bro, es gibt Sachen, Bro, ey. Ich bin, also wenn wir schon bei dem sind, Bro, in Afghanistan tun jetzt irgendwelche Leute so Organe anfangen verkaufen von sich und so, weil sie einfach kein Geld mehr haben, Bro. Crazy. Wenn du Geld noch bist, Bro, du machst alles möglich. Bruder, look, ich sag nur das, du hast vielleicht von deinen Instagram Dubai Girls gehört. Hast du gehört? Die Influencer. Die, die sich so Sachen mit sich machen lassen für Geld, oder? Die, so. Die sich im Gesicht schießen lassen. Zum Beispiel, Bruder, look, ganz ehrlich, mach dein Geld, Bro. Weil Skandal. Ich kenne Leute, die machen das gratis. Weißt du, darum. Mach dich nicht zeigen. Warte. Wo, was für Leute kennst du? Also. Wo das gratis macht? Wie weißt du, wo weißt du, das gratis Bruder, passiert? Also, erstens. Bro, wer weiß, vielleicht ist das ein Fetisch, Mann. Ich weiß Bruder, genau, hör auf Fetisch. Schämen so, Bro. Ich tu nicht schämen, ich fäng vor, schämen kannst. Bruder, es gibt doch Leute. Also, Bro, ganz ehrlich, ich bin in Berlin gewesen, Bro. Und du weißt, was in den Clubs abläuft. Leute trinken die Pisse rein dort. Ja, aber in den Clubs gehen nicht rein, eigentlich. Okay, du bist ein Anständiger. Nein, Bro, weil. Was willst du machen, Alter? Gehst du in den Club in zwei Uhr machen, einer schießt auf den anderen, einer pisst, der andere ist am Boom. So Bruder, so. Was ich wollte sagen, es gibt Leute, die das gratis machen. Weißt du, was ich meine? Ah, ja, ich hatte noch gut gesagt, du sagst, ich kenne Leute, die das gratis machen. Und ich sag, geben wir mal das Thema. Wieso wolltest du wissen? Ey, wenn du kannst, wäre schon interessant, Bro. Ich könnte schon wissen, wer. Bro. Schock, Bro. Nein, Bro, was ich wollte sagen, jetzt, ist. Nein, aber wirst du für eine Million?
Du bist 4 Millionen auf dich schiessen lassen. Hey, look, Bro, ich sag dir ganz, Million, ich sag dir ganz ehrlich, unsere Kanacke, der ist immer gross. Aber 1 Million auf dem Tisch ist 1 Million auf dem Tisch, Bro. Cash Bro, im Gesicht drin. Hey, Bruder. Und du musst noch hängen mit ihm den ganzen Tag. Ja, da weißt du, schon übertrieben, Bro. Oh mein Gott. Warte. Nein, Bro. Bruder. Er schießt. Okay, den ganzen Tag hängen. Das ist so ein schönes Gespräch. Den ganzen Tag hängen. Aber dafür darf er noch seinen Arsch putzen und die WC-Papier noch so auf dein Gesicht und braucht er. Hey Jungs, chillet. Aber ja, ich sag euch ganz einfach. Mein Gott. Ich sag euch ganz einfach. Ihr redet jetzt krass, aber wenn ich da 1 Million auf den Tisch lege, ohne Steuern, ihr würdet Sachen mit mir machen. Das ist eben das Ding, das sage ich ja. Weißt du, wenn du 1 Million jetzt vom Tisch hast, wo ist die Grenze? Ey Bruder, look, ganz ehrlich, es gibt Leute, die machen vom Strich für 50 Stutz machen diese Sachen mit dir. Ja, und du musst mir sagen, 1 Million, was ist dein Arsch aus Gold? Bruder, was sieht ihr das denn? Es geht um Familie, Mann. Schon gut, Bruder, Familie und so, aber 1 Million, Bruder. Also weißt du, so, ich sag dir ganz ehrlich, jetzt vor Laufen der Kamera und so, ich sag auch, sicher nicht. Sicher nicht. Aber ehrlich, so. Ich bin ehrlich, immer vor bis zu. Bruder, wenn einer zu dir kommt und er sagt dir, lutsch meinen Schwanz gottlos, niemals. Gibt er 1 Million, du wirst nicht. Niemals. 10 Millionen? Für das habe ich einen guten Deal mit Universal. Stimmt oder stimmt nicht? Okay, jetzt hast du so gemacht. Schön für dich, Bruder, aber ich sag dir ehrlich, für 1 Million ich würde nicht. Nein, Bro, ich mach Spass, aber. Du komm, aber Bro, du komm. Ist so wie. Alter. Nein, ich würde nicht natürlich, Bro. Bruder, 1 Million. Look, mir redet krass, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich hab's vorher auch gesagt, nochmal. Leute damals, ja. Silke, haben für 70 Stutz Schwanz im Mund genommen, Bruder. Bro, aber Frauen. Ja, Bro, aber sie haben für 7 Schuss Schwanz im Mund genommen. Bro, das ist Prostitution, Mann. Hast du, wenn ich einen Schwanz für 1 Million, ist keine Prostitution? Nein, du hast einen Gefallen gemacht und hast dafür Geld bekommen. Ah, okay. Bro, 1 Million ist einfach 1 Million, Bruder. Mit 1 Million, Bro, es geht dir gut. Ja, vielleicht zuerst in 4-5 Tagen, weil die ersten 4-5 Tage stinkst noch scheiße. Okay, look, ich sage jetzt einfach, redet krass, irgendwann ich hole 1 Million und dann reden wir nochmal, dann treffen wir uns nochmal. Von mir aus, wir können dann gerne reden, Bro, also auf mich schießen gab es nicht 1 Million, nein, aber ich würde gottlose Sachen machen für 1 Million, ja. Würdest du in den Mund, sag ehrlich. Ja, glaub schon. Oder? Ja, glaub schon. Ehre, Bro, er sagt ehrlich. Bro, look, wir können gross reden, jeder kann reden, wie er will, von 1 Million Franken. Bro, ich würde einen Handstand machen, ich sag dir ehrlich. Bro, weißt du, wie lange schaffst du in der Schweiz für 1 Million Franken, Bro? Das ist eine Bro, einmal 20 Minuten, einmal wurde schlimm dort, nachher hast du 1 Million, Bro. Was will ich bis jetzt geschaffen, Mann? Gib den Jahr auch noch mal nach. Easy. Gib den Jahr auch. Für jeden, der bis dahin gelost hat, dankeschön. Ehrliches Gespräch, Bruder. Wie gesagt, das ist nur ein ehrlicher Kollege. Ich bin stolz auf dich, dass du ehrlich bist. Ja, ich bin enttäuscht, Bro. Bro, was soll ich sagen? Was erwartest du von mir, Alter, Mann? Nach dem Podcast, ey, Jungs, sorry und so. Jetzt muss ich überlegen. Ich lüge meinen Banker an. Ich sage ihm, ey, tu die 1 Million wieder zurück, Bruder, das läuft nicht. Er ist nicht da bisschen, Mann. Nein, Bro, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, Mann. Bro, auch gut zum Touren, kein Problem. Aber weißt du, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Bruder. Wer bist du, weißt du, dass jemand zu dir kommt und sagt 1 Million, Bro? Eben, genau. Wer bist du, weißt du, was so, hast du? So was krass kann dein Maul nicht sein, Bruder, ich sag dir das. Ja, aber egal. Mach dein Ding, Bro. Ja, Mann. Ich hoffe, du bist richtig, Mann. Und auch wenn du mal 1 Million vor dir hast, Bruder, du hast meine Nummer. Hey, und falls ihr 1 Million vor mir habt, dann wissen wir warum. Bro, eben, falls einer von uns morgen aus dem Nichts einfach 1 Million mehr hat und vielleicht noch blaue Hacken, Bro. Wenn ich einen von euch mit einem Ferrari irgendwo in Zürich sehe, ich sage, boah, der hat einen Jaruch genommen in der Rache. Wenn du mich in meinem 1 Million gesagt hast, ich sage, bist du stolz, ich habe Jaruch gelutscht, Bruder. Bro, ein guter Kollege von mir hat mal gesagt, easy money. Bro, ein guter, warte. Ein Kollege hat gesagt, er würde sogar für 1 Million den Schwanz im Mund und Instagram Highlights machen, wenn er im Mund noch hat. Way too money, Bruder. Look, ganz ehrlich, Bro. Oh shit, Alter. Ich bin froh, wenn er bei 1 Million anfängt, Bro. Ich bin froh, wenn das meine Mom nicht sieht, das Interview. Bro, ich bin einfach froh, wenn der Typ mit 1 Million anfängt. Weil aktuelle finanzielle Lage, Bro, er könnte so. Inflation, Deflation, Bro, weißt du nicht, vielleicht hat in den Jahren nur 200.000 Franken. Klauer geht, wenn der auf den Tisch legt. Da in der Garage, machst Garage-Tor zu. Und nein, Bro, es ist kein Ausweg. Und dann gehst du ihm im Maul. Der Inferno. Ja, Bro, look, ganz ehrlich, schönes Gespräch bis jetzt. Hey. Wirklich? Ja, super. Ich finde also, mich extrem wohl, wir haben das mega ungeöffnet. Es ist für mich wie Therapie. Ja. Aber wenn wir ja schon bei unangenehmen Fragen sind. Oh mein Gott. Jetzt kommt's, Bro. Oh mein Gott. Wir haben unsere Community gefragt, nennt uns unangenehme Fragen. Ich habe neue Community hure gerne.
Und wir fangen jetzt an mit ein paar Fragen für dich, Bruderherz. Und da musst du ehrlich sein, Bro. Vorher hast du geschaut, ja, wegen 1 Million Missbrauch. Was? Was? Aber, Kuckuck. Rauchen darf man nicht, gell? Bruder, ganz ehrlich, gönn die Tür ist offen. Wirklich? Ja, gönn dir. Wow. Und wegen Dings ist kein Problem, ne? Wenn du auf YouTube bist. Ja. Nein, rauch nicht, Bruder, ganz ehrlich. Eben, hast recht. Okay, look, ganz ehrlich, okay, wir fangen an. Es sind ein paar Fragen, Bruder, ein paar sind vielleicht unangenehm. Du kannst selber entscheiden, was du willst beantworten und was nicht. Ja. Wir fangen mal locker an. Oh, shit. Wann hast du das letzte Mal eine Regel oder Vorschrift gebrochen? Und was ist es gewesen? Wann habe ich das letzte Mal eine Regel und Vorschrift gebrochen? Oder eine Vorschrift gebrochen. Und was hast du gemacht? Zum Beispiel über Rot laufen kann das sein. Ah, so? So etwas. Zum Beispiel. Was du wolltest sagen? Nein, Rot laufen zählt nicht. Das ist auch eine Regel. Ja, ja, aber schon. Bro, Gangster-Shit, ne? Ich hab nicht gewusst. Bro, ich sag dir, du musst wissen, wie. Er hat gestern Bank ausgenommen. Was ist? Ich habe 1 Million mehr. Du musst wissen, wie. Nein, Bro, so regelbrechig. So richtig, oder? Zeig mir mal richtig. 2014. Ja. Was hast du gemacht, Bro? Ich kann nicht mehr das sagen. Also wenn du das sagen. Mal. Nein, dort habe ich meine Autoprüfung verloren. Oh. Aber auf... Dumme Art. Ehrenlose Art. Also sie haben mir die Autoprüfung weggenommen. Yeah. Und dann bin ich am gleichen Abend nochmal in das Auto eingestiegen, weil das Auto war an meinem Vater gewesen und das Auto hat einfach gesagt, hi. Ja, ja, das geht. Nein, Bro, das, aber mir das so. Mir das und mich haben ja. Die genau gleichen Polizisten angehalten. Bist du nicht auf die Idee, einen anderen Weg gefahren, oder? Ich weiß nicht. Nein. Bro, sie haben, weißt du, wo haben sie angehalten? Dort, wo ich das Auto lassen. Ja. Yeah. 10, 15 Meter die weiter ran. Sie haben gewartet. Sie haben gewartet, Bro. Weißt du wie lange? 5 bis 6 Stunden. Haben sie gewartet. Gewusst, und dann bin ich wieder gekommen. Dann ist der Sepp gekommen wieder. Steigt in das verfickte Auto rein. Und dann hat es mich gekillt dort, ja. Das ist so, glaube ich, das Letzte gewesen, wo ich... Wie lange hast du mich abgegeben? Bro, ich habe es immer noch nicht. Also, du hast dich komplett verloren? Nein. Ich müsste Urinprobe abgeben. Cool. Ja, ja. Und all okay. Den Spass. Okay. Darum ist es so. Okay. Alles klar? Ja, look. In jung Zukunft, und dumm, Bruder. In Zukunft anderen Weg fahren oder halt einfach gar nicht? Oder einfach gar nicht fahren. Aber eben, Bro, so sind wir gesehen. Aber ich hole meine Autoprüfung jetzt bald wieder. Was hast du für ein Auto, Bro? Bro, keine Ahnung. Ich bin keine Rolle. Schon so ein Lowrider. Nein, Mann. Von A nach B lange, Bruder. Ich bin genau. Geh du jetzt KMG. Bringt auch dich von A nach B, Bro. Bruder, ein Opel Corsa tut es aus. Bruder, solange er Bluetooth hat, Räder, solange er Bluetooth hat und 4 Räder, bitte, langet. Ich sag vielleicht kein Renault Megane, der Rest ist gut, glaubst du. Mein Auto macht nur Probleme, aber scheiß drauf. Was ist ein komischer Tick von dir? Eine gute Frage, Alter. Danke, Bruder. Finde ich auch, brutal gute Frage. Hast du gut gemacht, Zerat. Die Fragen sind von ihm. Krass. Was ist ein Tick von mir? Ein komischer, ja. Bro, ich hatte das früher hure viel gehabt. Mhm. Oder muss ich sagen, was jetzt so mein Tick nein, ist? Nein, sag früher. Irgendetwas. Bro, wenn ich mich. Wenn jetzt da hinten etwas ist und ich drehe mich nach links, ja. Dann muss ich mich auch wieder nach rechts drehen. Bro, das ist Hardcore OCD, Bruder. Das ist früher. Du musst auch so Lichtschalter dreimal drücken. Das ist früher gewesen, Bro. Das ist nicht lustig zu lernen. Geht es, wenn ich so mache? Bro, druck nochmal bitte. Nein, das war früher. Früher hatte ich das sehr oft. So wie keine Ahnung, Mann, Alter. So, der Weg, wo gegangen bist, wieder zurück quasi. So. Wieder, ja, so, wenn du dich einmal drehst. Also, du kannst nicht 360 Grad machen, du musst nochmal. Also, dann musst du dich zwangsstörig. Dann musst du dich wieder. Ja, schiedig, so, ja. Durch, Alter. Keine Ahnung. Und was hast du jetzt so? Ja, jetzt, Alter. Was habe ich für Ticks, Mann, Alter? Was für eine Frage, Alter? Sein Tick ist, Bro, er muss immer wieder auf Eis kommen. Bro. Ich kann meinen Tag nicht starten, ohne kalt duschen. Was? Ist das ein Tick? Das ist Hygiene, Bro. Mach dieses Ding. Aber heftig. Krasser Respekt. Eiskalt. Krasser Respekt, Dure. Krasser Respekt. Ich kann gar nicht gerne, Bruder. Bro, ich stirb. Ich bin ein richtiger Warmduscher. Ja, ja. Ich hatte das auch gerne gehabt, aber jetzt mittlerweile ist es... Aber das ist kein Tick. Aber das ist nicht. Ja, fix. Aber noch kurz, dass du gesundheitlich sehr gut scheinst. So Gesundheit. Ja, ja, Gesundheit. Im Immunsystem etwas. Ja, okay. Ja, voll. Ich habe nochmal eine Frage. Wie ist so der kleinste grosse Rapper auf der Welt? Der kleinste, grosse... Hey, Bro, bei Gott, der ist nicht von mir. Nein, Bro. Ja, der ist... Fake, da, ja. Ich kann auch schon... Du fett... Du bist perfekt, oder was? Freiwillig, du bist Mann, du bist du Ehrenlos. Und du?
Okay, wem sein Schwanz muss ich lutschen, um einen Snoop Dogg-Feature bekommen? Meine. Mit der Abnehmen, nur der Kreuz ist gut auf alles. Oh shit, Alter. Wo bist du am 17. Februar 2008? Unabhängigkeit Kosovo. 2008. Ich war ja in der zweiten Oberstufe. Gewesen, bist du in Zürich gewesen? Die meisten sind ja Zürich. Ich war mit meinen Eltern. Gewesen. Nein, in Zürich bin ich nicht. Ich bin nicht in Zürich gegangen. nein, daheim bin ich. Gewesen. Mit meinen Eltern. Ausgerastet, durchgedreht. Pistole, ta. So, beide Hände auf die Schoss und einfach die Schnurren her. Und einfach. Nicht, keine Emotionen, nicht. Ja, Mann, jetzt nein, haben wir Spaß. Lang. Nein, ich bin daheim mit meinen Eltern. Und auch gefeiert. Verdient. Ich hoffe, wenn Kurdistan unabhängig wird, vier Jahre mit uns. Brüder, ja, Freiheit für alle so. Unterdrückten Städter. Und jetzt komme ich. Shit, man, der ist jetzt richtig gut deep. Gekommen. Deep ist schon. Ja, jetzt komme ich zu der Frage, die Community uns gestellt hat. Ja? Ich wollte jetzt nochmal sagen, die Fragen sind nicht vom Serat oder von mir. Du darfst trotzdem ist es von eurer Community. Fair. Du darfst entscheiden, ob sie beantworten oder nicht. Wir sind so weit, wenn wir sagen, schneide dir. Bruder, wenn du willst, wir können. Wenn es unangenehm wird, schneiden wir vielleicht einen Teil raus, Bruder. Also nein, wir nicht. Ich habe nur gefragt. Du kannst sagen, wir können sagen. Nicht, dass nachher ein Deal oder ein anderer Platz ist. Was mit dem Schwanz das müssen wir vielleicht Chancen schneiden. Ja, das ist zu. Das ist eventuell. Wir haben es zu lang. Nein, Mann. Nein, weißt du, ich bin stolz drauf. Okay, egal. Bist du gerne der kleine Löffel beim Kuscheln, sag ehrlich. Der kleine Löffel beim Kuscheln, das ist der, wo... Der, wo sie von hinten, sie und ich gehen von hinten mal. Nein, Mann, von hinten. Man, Bro, sag ganz ehrlich. Nein, Bro, ich bin eher der Kopf auf der Brust. Ja? Ja. So, dass sie streichelt und ich habe ja. Gesagt, der ganze das ich lieb. Gern. Aber Bro, ich so und sie so. Hast du nicht gern? Nein, also ich habe es noch nie probiert. Bro, probier mal, Bro. Guck mal, ich zeig dir nachher. Nein, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ich liebe den kleinen Löffel, Bruder, das ist wirklich schön. Bro, der grosse Löffel ist mühsam, du hast Haare im Gesicht von jedem. Ja, Bro. Wow. Darum, ich mach das gar nicht, ich bin einfach auf der Brust. Bruder, ich mach das auch gerne, so auf Schoss oder Brust, so Haare streicheln, aber nur noch so lange, wie ich Haare habe, nachher ist fertig. Ja, nein, Alter. Jetzt geniessen, Mann, jetzt geniessen. Irgendwann mal, 2 Jahre kannst du nicht mehr machen. Mann. Wer ist mit dir selber befreundet? Ich. Ja. Nein, wer ist, nicht wer ist. Aha. Wärst du mit dir selber befreundet? Wenn es so dich nochmal gibt, so, und du bist eine andere Person. Fix. Ja? Yeah? Du bist ein geiler Fix. Fix, Bro. Weil ich bin sehr gerne allein, Bro. Und ich komme sehr gut mit mir klar. Und ich bin, glaube ich, ich denke jetzt von meiner Sicht aus, ich bin sehr, sehr ein guter Mensch zu anderen. Darum denke ich, ich hätte sehr, sehr gerne einen Kollegen wie mich. Baba. Sehr schön. Gute Frage, Mann, das ist doch easy, Mann. Das ist sehr schön gesagt. Warte, easy, oder? Warte. Er scrollt einmal ein paar Sekunden, bis er eine anständige Frage findet. Schau, er ist jetzt wieder am Scrollen, zu meinen Finden, die er kann stellen. Bist du schon mal in einem Stripclub gewesen? Ja, Mann. Ehre, Mann. Schau, wir müssen auch weiter darauf eingehen. Ja, im Theater, im Wetzke. Du machst auch noch Werbung. Warte. Also, schau mal, Bro, wieder weitergehen. Also, ja. Ja, Bro. Wir haben Lokal, scheißegal. Bist du schon mal verwischt worden beim Jackson, Bro? Beim Jackson? Yeah. Wow, nein, Mann. Wirklich nicht. Zum Glück nicht, Bro. Zum Glück nicht, Bro. Ich kann mir vorstellen, das ist ein unangenehmer Scheiß. Und ich glaube, das verfolgt dich auch. Ja, Bro. Zero. Bro, sag dir ganz ehrlich, ich habe viel Scheiß gemacht, aber ich habe darauf geschaut, dass der Scheiß, den ich mache, nicht unbedingt als Licht kommt. Okay. Deswegen, ich habe mich dort gut feiner aushalten. Du, Joldas? Ich stelle die Frage einfach auch zurück. Oder ich sag dir ganz ehrlich. Ich sag dir ehrlich. Ich bin zu Besuch bei meiner Tante gewesen. Nein, Bro. Du ehrenloser Siech, Mann. Du ehrenloser Siech. Oh mein Gott, Bro. Nein, Bro. Look, ich bin ehrlich. Sie hat nicht gesehen, Bro. Aber sie hat gewusst, sie hat wieder die Tür aufmachen, Bro. Und ich so, einen Moment, die Stimme ist hoch geworden auf einmal. Ja, warte. Ah! Ja, einen Moment. Ah! Hey, Bro. Hey, look. Harte was sollst du machen, Bro? Harte Scheiße. Jeder hat gewusst nachher, weißt du? Sie so, Bro, die Türe geht auf. Sie so, Jolas, ich so. Bin ich nicht.
Ja, Bro, was wolltest du machen? Ey, der ist so kaputt. Bro, schau, ich bin ehrlich, Mann. Bro, voll easy, kein Judge, nicht. Oh, scheiße. Aber trotzdem kaputt ist Story. Voll easy, Bro. Dann können wir da wieder fragen, ich wollte sie gar nicht vorlesen, Bro. Bro, shit, aber jetzt so Fragen mit Namen, Bro, scheißegal. Wer gestellt hat, Namen drauf. Ich muss sagen, das mit dem Jackson und so, das ist eine Frage, die viermal gekommen ist, von vier verschiedenen Leuten, Bro. Crazy shit, im Fall, all die haben es auch schon. Die wollen einfach ihr Trauma teilen, Bro. Ja, Mann. Mach den Satz fertig. Holy shit. Ich bin nicht racist, aber... Wow, aber das ist doch ein Alter, was ist das, Mann? Du kannst doch nur falsch sagen, Bro. Du kannst doch nur falsch sagen, Bro. Sag nichts. Aber die... Okay, schon. Weißt du, was nennen wir das? Ich weiß, nein. Ist gut. Nein. Immer wenn ich die verdammt... Nein, die Lämmer ab. Lämmer, weiter. Bro, das ist eine verdammte Grusige gewesen. Ja, das ist kein schlimm 3K, Bro. Das ist kein schlimm 3K, Bro. Hast du schon mal beim Ummachen müssen Görbsle? So ein Kripsofen immer in Ohren am Ummachen. Ja, was das? So ein Mula. Nein, ich bin kein Ausgangstyp. Aber Ummachen bist du. Aber ich glaube, es ist mir schon mal passiert, ja. So. Bro, gerade einen Schluck genommen von einem Becher. Und dann kommt und dann ist sie gerade da gewesen und dann. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist mir sicher schon mal passiert. Okay. Wolltest du der unangenehmen Frage gehen oder wenn wir es lassen? Ganz ehrlich, Bruder, sag du. Holy shit. Stell sie mal mit Namen, Bro. Stell sie mit Namen. Ich tue sie echt. Ich soll ihr verdienen, dass ich Namen sage. Ihr habt so Fragen ehrlos gestellt, Mann. Scheiße, Bro, aber. Okay. Das ist noch eine gute Frage. Was glaubst du, wie viele Psychologen wissen von dir? Das ist eine ganz geile Frage. So, wie viele Menschen hast du dazu gebracht, in Therapie gehen und die reden dann über dich und sagen, er hat so gemacht mit mir? Ich habe auch null. Ich glaube nicht. Ey, Bro, sag so, vielleicht 3-4, Max. Ich bin ein... Also, keine Ahnung, Alter, weißt du, so wie... Ja, du musst nicht mal zwingend etwas Schlimmes gemacht haben, Bro. Nein, aber es langt schon, wenn du jetzt zum Beispiel lang mit einer zusammen gewesen bist und du hast ihr Herz komplett zerfickt und sie kommt gar nicht mehr klar, dann... Ja, ich sage jetzt mal eine. Okay. Schön, gut gesehen. Oder? Ich entschuldige mich für alles, was ich dir angetan habe. Okay, Bruder. Du bist in einem Raum. Okay? Fick mein Leben nicht. Jetzt, deine Mutter ist gegenüber von dir. Bro. Die Frage kommt von mir. Heide. Und die Person hat deiner Mutter eine Waffe am Kopf. Okay. Okay? Und sagt ihr, Entschuldigung, Bruder. Erzähl. Buchstabier das Wort Odyssee oder sie stirbt. Kein Problem. Mach. O-D-Y-S-S-E. Bro, fick mein Leben. Sag mir, dass es nicht... Bruder, es tut mir leid, aber die Mutter ist gestorben. Das stimmt nicht, Bro. Mit 2D? Nein, Bro. Odyssee ist mit 2S. Das stimmt. Y. Wie viel Y? Das letzte Y hast du vergessen. Du hast das E am Schluss gemacht und nachher kommt nochmal Y. Bro. Glaub mir nicht, Bruder. Odyssee hat sogar den Homer geschrieben, Bro. Das ist ein. Homer Simpson. Das ist ein griechischer Typ. Der ist ein Dichter. Und er hat die Odyssee geschrieben. Und. Okay, aber um was ist das da? Oh, er kommt jetzt mit dem. Jetzt kommt er mit Englisch. Nein, er kommt mit dem Songtext von Motive. Oh. Aber ist das Gleiche? Gut. Das ist mit Doppel-E am Schluss. Ist das Gleiche? Ja. Ist mit Doppel-E am Schluss? Schau jetzt, da steht sogar. Was ist der andere? Griech. Ja. Yeah. Die Odyssee neben der Ilias, das zweite traditionell dem griechischen Dichter Homer zugeschriebene Epos. Aber Bruder, wie schreibt man das? Buchstabier? O, D. Jetzt hast du es gesehen. Lang. Ja, weiter. Y. Yeah. S. S. E. E. Der zweite ist vorher auch nicht gesagt. Easy, okay, aber ist gut. Look, okay, ich hoffe, du bist stolz. Ja, es geht. Ich habe verkackt, aber Bandschank. Bruder, ganz ehrlich, wir können über das Gleiche sagen und sagen, buchstabier das Wort Portemonnaie und deine Mutter stirbt. Ich Coiffeur, Bro. Portemonnaie geht auch. Portemonnaie geht nicht. Portemonnaie, aber ich weiß nicht, wie man es schreibt. Portemonnaie. Also, buchstabier. P-O-R-T E M O-N-A-I-E. Boom, Bro, tot. 2N. Nie. 2N. 2N. Du hast schon das mit dem A-I-E schon gewusst. Bonne Chance.
Ja, jetzt, ich sehe es schon in deinem Gesicht, das ist ein ganz ein Wüste dort, gell? Bruder, ich wollte sie gar nicht stellen, es tut mir wirklich leid, Mann. Ja. Aber okay, Jesse auf Schar schreibt, dein peinlichste Sexerlebnis. Mein peinlichste Sexerlebnis? Du kannst auch einfach sagen, ich wollte nicht darüber reden und wir gehen weiter, ich sag dir ehrlich. Nein, warte, ich bin am überlegen. Was heisst, dass mir etwas peinliches oder allgemein? Einfach die Situation, Erlebnis. Vielleicht peinlich war es nachher. Nein. Ja, nein, Bro, es war nicht peinlich gewesen. Also peinlich ist eigentlich nicht, aber ich habe so die eine oder andere gehabt, die ein bisschen unangenehm, ein Groupie no. war, oder was? No. Oh, ja, ja, okay. Ja, ist unangenehm, Bruder. Ist unangenehm, aber nicht peinlich. Durch, oder? Aber nicht peinlich, Bruder. Fair. Das habe ich sehr, sehr geschickt, sehr, oder? Sehr politisch gut, korrekt und anständig. Oder? Ohne, dass es irgendwie dass meine Mama so muss machen. Okay. Nein, weißt du was, Bro? Ich wollte wirklich nicht. Wirklich die Fragen nicht? Sind sehr unangenehm. Das ist eins von den zwei. Wirklich, Bro. Zwei sehr, sehr unangenehm, oder was? Einer schreibt noch, was ist die Telefonnummer von deiner Mutter? Schwierig. Ich sag dir seinen Namen nachher. Kannst du nachher mit ihm kommen? Gehen wir nachher vorbei. Aber hat er gewusst, dass ich da bin? Nein, Bro, hat er nicht. Das haben niemand gewusst. Das haben niemand gewusst. Nein, jetzt bist du entschuldigt. Ja, ja. Das hätte ich dir von deiner Tante wollen. Was haben wir noch? Lies vor. Bro, nimm einfach ich weiss, du hast dort eine ganz grusige Alter. Nein. Bro, look, weißt du was? Ich stelle sie dir jetzt auch, weil die Frage hat uns wirklich lang verfolgt. Oh nein, wenn es das du weißt, meint. Welche Frage, Bro. Du bist. Oh nein, Bro, nein. Lass, Lass. Ey, ist das, du bist in der Mitte und. Nein, lass das liegen, Alter. Mein aber es Gott, haben übertrieben viele Leute geschrieben, bist schon mal verwirrt worden. Beim Jackson. Beim Jackson, Bro, ja. Ja, krass. Du hast drei Geschwister, die hast gesagt. Yes. Du bist der Jüngste? Yes. Sogar? Ja. Drei ältere Schwestern? Drei ältere Schwestern, ich bin der Jüngste. Habt ihr euch das früher auch manchmal überlegt, so, wenn jetzt jemand würde einbrechen bei euch und sagen, eine Person muss sterben und du musst entscheiden? Hast du das überlegt, Amik? Sag ehrlich. Es noch nie. Ist mir schon mal die Frage gestellt worden, aus so einem, wir waren so an einem Tisch gewesen und dann haben wir uns so dumme Fragen gestellt. Was würdest du machen? Aber Bro, das sind so auch so Fragen, Alter. Das, die kannst du wie nicht beantworten, Mann. Kannst nicht. Solltest du auch nicht. Eben. Es hat mal irgendeine Show gehabt, wo so versteckte Kamera war. Und nein, nachher Alter. Ist so, Bro, ist einer so mit der Waffe reingekommen und hat die Mutter bedroht. Und sie so, Sohn oder Tochter, einer stirbt, sag schnell. Weißt du, so richtig unter Druck. Und die Mutter einfach so, mein Sohn. Gott. Und nachher sagen sie so, okay, mach mit der Information, was du willst. Und die laufen wieder. Shit, Alter. Bro, Mann. Das ist ein Heartbreak für immer, Bro. Ja. Ich kann nicht sagen, ich habe Spass gemacht. Ja, Bro. Aber weißt du, was willst du machen, Bro? Ey, Alter, ganz. Ich hätte ganz. Bro, ich glaube. Nein, Alter. Nein, das kannst du gar nicht. Nein, Mann. Willst du nicht beantworten? Nein, das kannst du auch gar nicht beantworten. Ich hätte dir gesagt, bring mich um. Scheißegal. Bro, du hast. Was hast du mich gefragt? So, Bro, eben, sie stellen vor, so, sie haben Waffen an und sagen, einer muss sterben im Haushalt. Ah, in meinem Haushalt? Ja. Und das darf auch ich sein? Du kannst eben so wie ich sein, Bro, ein selbstloser, guter Mensch. Bro, ich habe mich schon selber. Direkt, oder? Ja, Mann. Ja, scheißegal. Fällt mich da in dem Raum. Du bist ein geiler Sieg, Bro. Du auch, Bro, Mann. Ich weiß, du hast den Job gut gemacht. Aber so ist es. Okay, letzte Frage. Hast du schon mal in den Sack geschnitten beim Rasieren? Nein, zum Glück nicht, Alter. Alhamdulillah, Bruder, zum Glück nicht. Bro, es geht gut, Mann. Es geht gut. Also, was Leute Probleme haben, Bruder. Es geht wirklich gut. Ich meine, ja. Also, ich meine, du packst ihn ja, haust ihn auf und dann. Und gut ist. Oder? Strafe das Zeug, Bira. Ey, Bro, gut ist. Okay, so ein guter How-To. Nur so zwei Sekunden. Nein. How-To Eier rasieren. Was für Frage. Okay, welchen Disney-Charakter findest du hot? Von meinen? Disney-Charakter. Aha. Lest die Frage jetzt wirklich. Hot? Mm. Disney-Charakter? Was ist so Disney? Sind auch Anime und so? Nein, Bro, das ist... Sag Anime, Bro. Sag nicht Anime. Schneewittli, Pocahontas. Warte mal. Lilo und Stitch.
Ich bin ein Jung. Früher bin ich. So, Stitch, okay. Früher bin ich Kate ab der. Ab der. Wie heißt sie, Mann? Mulan. Ja. Wow. Damals, wo wir jung waren. Ja, Mulan und Cinderella. Cinderella, Cinderella, ja. Ja. Ich habe immer schon The Beast gut gefunden. Die Schöne und das Beast? Ja, aber The Beast. Ah, The Beast hast du. Ich habe gerne den Haare gekurtet. Der ist brutal, Bro. Das ist ein Knuckle. Ich schwöre. Ich habe gar keinen. Er ist so, Bro. Prototyp Rhinola-Gänger, Bro. Er so. Ja, ne. Shit, man. Okay. Ja, man, shit, über was reden wir noch? Ey, Bro, ich hatte eine Frage. Frage. Das, also ich muss für meine Kollegen, ich habe dir vorher erzählt, die wo so extrem Schweizer Rap-Fan ist. Ja. Und sie hat gesagt, ich sollte dich doch fragen, von wo der Name Spitzname Sepp kommt. Sepp ist rein zufälligerweise entstanden, Bro. Ich habe früher habe ich mich Easy A genannt. Ja, ja stimmt, ja. Easy A ist ein Song entstanden, wo ich nach einem EA Zero, nachher ist das. Wie ist das Zip Zero gekommen? Yeah. Und dann von Zip Zero haben sie mich dann angefangen Zap nennen. Ja. Yeah. Und dann ist Zap gekommen, Bro. Okay, chillig. Das ist so wie. Chillig. Voll easy. Ich hatte gedacht, ich dachte, Bruder, ich habe so down da gesehen und dann haben wir angefangen zu reden. Nein, Bro. Nein, das ist rein zufälligerweise entstanden eigentlich. Chillig. Oh, easy, entspannt. Wo siehst du denn überhaupt so? Man, jetzt haben wir in der Schweiz wirklich viel erreicht. So, weißt du, so mit der Musik und. Bro, ich mache ein Konzert, ich habe einen der besten Deals gemacht, was es in der Schweiz bis jetzt je gegeben hat, so immer noch. Ich würde sagen. Kann man wirklich so sagen. Du lebst ja nur von dem. Ja. Und du hast, glaube ich, im Coop Tankstelle deine Lehre gemacht, gell? Damals. Ja, voll. Das war der vierte Anlauf. Und das war bei deiner Cousine, glaube ich. Ja, voll. Du bist gut informiert, Bruder. Läuft. Ich habe Lilith gefragt, Bruder. und was hast du Gefühl, was wärst du, wenn jetzt Musik nicht geklappt hätte? Bro, ich habe mich probiert durch die Arbeitswelt durchzuschlagen und wenn nicht, dann. Ich sag Versicherungsbroker, Bro, direkt. Du wärst ein Pro-Versicherungsbroker. Nein, Bro, ich glaube nicht, Mann. Ich bin nicht so der Verkäufer eigentlich. Okay. So weißt du, hei geht zu Leuten und so Sachen. Bro, wo ist schlimm, Bro? 80 Bro, Lebensversicherung, so Lebensversicherung an 83-jährige Frau, wo ist schlimm, Bro? kriminelle Energie ist da in der Garage drin. Bro, ich kann die Story nicht, da kann man noch drüber reden, aber. Was denn? Die vom Kollegen, der in einem Telekom-Geschäft geschafft hat. Und. Erzähl du schon fertig, Bro, und nachher sage ich die Story, Bro. Das ist richtig ehrenlos. Bro, ich hätte sehr wahrscheinlich probiert, irgendwie etwas zu studieren. Dumm sind wir ja nicht, zum Glück. Aber Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, es wäre nicht so gut gekommen, Mann. Ich glaube, es wäre nicht so gut gekommen wie jetzt so. Bro, look, zum Glück musst du die Gedanken nicht machen. Ja, Mann. Weißt du, was ich meine? So, voll. Es gibt mittlerweile viel Weg, wie du kannst von der Musik leben so. Ja. Und eben, ich meine, Bro, wenn du deine Augen zumachst und so, das ist der nächste Meilenstein. Jetzt sind wir auf der Eis gewesen, Bro. Ihr habt eure Platin nicht geholt. Ihr habt Konzert. Ihr habt Mutter von Konzert gefickt, Bro. X-mal Gold und. Was ist der nächste Schritt? So? Was sagst du, da wollte ich an, Bro, und da gar nicht an? Bro, das krasseste, so rein live-technisch mäßig wäre, wenn wir mal das Hallenstadion könnten füllen. Boah, das wäre heftig, Bro. Das ist schon viel. Was sind das? 13.000 Leute? Ja, 15, glaube ich. Ja. 15.000. Ja. Und eine Tour, Bro. Wir haben noch keine Tour, noch keine einzige Tour gemacht. So in der Schweiz, richtig, haben wir richtig geil, mit Tourbus, mit Jenstem und. Das ist so, glaube ich, das Nächste, was wir müssten eigentlich machen. Bro, das könnt ihr, glaube ich, jetzt kann gut man machen, Mann. Ja. Und nach dem, Bro, ist alles hoch eigentlich. Sehr gut. Sehr denkst gut. Kann man mal. Ich meine, wie viele Leute sind am Frauenfeld eures Konzertkolos? Was hast du das Gefühl? Bro, ich weiß nicht. Kann man das? Ich, schwierig zum Abschätzen. Bro, ich glaube, es sind so um die. Ich wollte jetzt nicht. Mhm, sehr gerne. 3.000-4.000. Also, ich bin ja drin und ich habe auch schon letztens im Podcast gesagt, also es sind mehrere Tausend gewesen. So hat sich auch. Also, Bro, es ist. Teilweise hast du nicht mehr bewegen. Ja, voll. Ich glaube, 3.000-4.000 sind schon krass. Und wie sie abgegangen sind. Und vor allem, Bro, so wie. Es sind 3.000-4.000 Leute, die einfach die Lieder auswendig können. Ja, eben, das ist eben das Krasse, weißt du?
Es sind so normalerweise so Leute, die ja, wir gehen jetzt ein Konzert von zwei Leuten anschauen. Einfach, weil die sind gekommen. Die sind wirklich für euch gekommen. Weißt du, und das ist eben. Das macht den Unterschied. Ja, das ist krass, ja. Bro. Wichtigste von allem ist, Bro, dass man den Spass an dem nicht verliert. Ja. Dass man nicht. Ich weiss, ich bin hure lang und hure viel mal auch broke gsi, Bro. Mhm. Weißt du? Und ich sag ehrlich, Bro, es gibt immer noch Zeiten, Bro, wo ich denke, fuck man, Alter, jetzt wird es ein bisschen knapp. Weißt du? Aber solange du das Geld nicht in deine Gedanken reinlässt, dann ist alles gut. Weißt du, sobald Geld in deine Gedanken ist, Bro, du wirst es niemals holen, man. Ja. Yeah. Weißt du, du musst es machen. Aus Liebe zu dem und alles andere kommt, man. Voll. Bro, ich finde auch wichtig, dass du das sagst, weil auf Insta und allgemein im Internet, Bro, es sieht immer aus, als wäre alles brutal geil. Weißt ja, so? Ja, Bro, das ist im Insta, überall Social Media zeigen es immer nur das Beste vom Besten. Ist auch normal, Bro, mach schon. Also weißt du, genau. Natürlich, du willst die beste Seite zeigen, weißt? Genau, aber nachher sagen, dass wirklich alles so gut läuft, Bro, kannst du vergessen, man. Ich meine, es ist wirklich ein Struggle. Also, weißt, es ist Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ich verdiene meine 10, 15 Reise im Monat, weißt So wie, es ist ein Lohnnummer, Bro. Mit dem Lohn zahle ich meine Rechnungen, ich fülle meinen Kühlschrank, gehe ab und zu etwas essen. Und dann ist Ende Monat, Bro. Und dann muss ich schauen, wie der nächste Monat ist, weißt du? Ja. So und wenn jetzt zum Beispiel ein fetter Batzen kommt, nicht alles ausgeben, im Konto lassen, lässt dir einen normalen Monatslohn auszahlen, Bro, und lebst wie jeder normale andere Mensch, einfach mit etwas, was du gerne machst. Mhm. So bin ich es halt am machen. Das ist eben, was viele Leute nicht verstehen. So, weißt du, so, der Künstler leben, so dass Künstler da sind, Bro, es ist wirklich, ich kann mir vorstellen, es ist wirklich hart. Ich meine, Bro, ich mache jetzt auch seit gut 8, 9 Jahren das Zeugs und seit 4 Jahren bin ich jetzt nur von dem am Leben, so. Ja. Schön, Bro. Aber Bro, das der hat weiß ganz genau, es ist nicht einfach. Bro. Nein, es ist ein Struggle, Bro. Du musst ins Studio gehen oder wie ihr jetzt. Ihr müsst da hinkommen, ihr müsst machen und es ist nicht einfach. Jeder sagt, es ist wow, geil vor der Cam, ein bisschen am Mic und so. Dabei ist das. Schnell am Cypher gehst du aneinander, ja, schnell dies, schnell das. Und nachher, wenn du bekannter wirst, es ist schon schön, wenn Leute Fotos machen können und so, aber Bro, wenn es nachher so weit ist, dass du überlegen musst, scheiße, man, jetzt zum Däner gehen, alle kennen mich. Ja, ja, ja. Nein, komm, ich lasse und dein Bauch knurrt. Ja, und du gehst nicht raus, nur weil es dich anschießt. Ja, ja, ja. Das ist dann schon auch hart, Alter. Ja, weißt du, wie es ist. So wie du willst deine Ruhe, aber. Du machst dir Gedanken über das, ja. Verstehe ich voll, Bro. Es geht auch ein bisschen Hand in Hand mit Mental Health, Bro. Ja, so, voll. So, vielleicht hast du mal einen Sonntagtag, wo du so im Schlabberlook willst, schnell im Kopf etwas geholt und du kannst nicht. Ich gehe schlussendlich schon auch, weißt du, aber, Bro, ich sag ganz ehrlich, ich bin nicht jeden Tag gut drauf, Bro. Ja, Bro. Ja, ja. Und wenn ich schlecht drauf bin, Bro, und irgendwo hingehen, also dann bin ich lieber in meinen vier Wänden, Bro. Mach mein Ding. Chills dort. Anstatt jetzt zum Beispiel, die Jungs sagen mir, ja, gehen wir eins trinken in einer Bar, Bro. Ich gehe nicht, man. Ich gehe nicht, Bro. Damals Shisha-Bar noch. Bro, du musst dir überlegen, ich will jetzt nicht gross reden oder so, aber ich habe den Scheiß, seit ich 17 bin. Seit ich 17 bin, kennen sie mich überall. Und irgendwann, weil es ist schon geil, aber irgendwann, Bro, ist so wie. Ist das in die Schatten? Und nachher kommen da auch, weißt du, die Medien zum Beispiel. Wer weiß, Bro, sie schreiben sehr gute Sachen und ich bin sehr dankbar gewesen auch. Mein Vater hat das auch gesehen und richtig stolz, Bro, das ist nicht normal, das ist unbeschreiblich, das Gefühl, wenn dein Vater dir schreibt, mein Sohn, look, das hat mir mein Chef gebracht, er hat mir das gebracht und er geht gerne arbeiten, Bro, weil er weiß, sie kennen meinen Sohn und mein Sohn macht jetzt Musik und blablabla. Aber, Bro, du musst dann einfach, auf einmal kommst du an so einem Punkt, wo du bist, ich bin ganz ein normaler Mensch, Bro. Es kommt ein Punkt, Bro, irgendwann, jetzt nicht bei jedem, aber es kann sein, dass, keine Ahnung, dass du ein Lied machst, es wird brutal erfolgreich und dann schreiben die Medien über dich, Bro, und dann ist jeder einzelne Scheiß, den du machst, alles, was du machst, Bro, gehst raus und du musst schnell pissen, Bro. Oder ich sage jetzt nicht, dass es hure extrem ist da in der Schweiz, weil ich kenne sie ja noch nicht. Ich rede von noch nicht. Sie haben bis jetzt immer gut geschrieben und das ist auch schön. Und
Aber das Aufpassen, was man sagen sollte, oder hey, ich muss eins pissen, nein, ich kann nicht da jetzt im Gebüsch, weil sonst sieht mich vielleicht der Bruder. Zum Beispiel. Beste Beispiel. Du hast eine Vergangenheit. Oh, ja. Oder? Ja, ja. Bist viel raus, go saufen zum Beispiel. Voll. Bro, es entstehen Videos. Wie du saufst, bababa. Und das ist jetzt 7 Jahre her zum Beispiel. Und jetzt knallt es bei dir und du denkst gar nicht an das. Du bist gar nicht mit dem Mensch. Einmal, Bro, die können alle gehen zu Medien und sagen, da schau, ich habe ein Video wie der Zap. Irgendetwas macht. Bro, das ist richtig scheiße. Vielleicht machen sie das ja nicht. Ja. Aber du hast den Gedanken daran, dass sie das vielleicht machen könnten. Voll, und dann bist du vorsichtig. Und Bro, das ist schon, geht schon auf die Nerven. Extrem, extrem. Weißt du, was ich meine? Und darum habe ich mir auch in Zukunft auch überlegt, Bro, dass ich eventuell auch ein bisschen im Hintergrund bin. Weißt du, dass ich im Hintergrund vielleicht Sachen für Musik machen kann. Ja. Weil ich habe gemerkt, Bro, Loredana zum Beispiel, Bro, sie kann das. Sie kann, Bro, sie kann mit dem umgehen, Bro. Ja. Ich merke, allein nur schon bei Motive, Bro, es ist ein Schweizer Hit, Bro. Ja. Es kann ganz Schweiz, aber es ist nicht, ich bin nicht weltberühmt, weißt du, was ich meine? Aber ich merke jetzt schon, es ist zu viel. Mm. Irgendwo durch wird es ab und zu zu viel. Ist auch okay, Bro. Weißt du, was ich meine? Okay. Voll. Es aber ich überlege mir, wie weit soll das noch gehen? Ja. Jetzt Motive, niemand hat erwartet, Bro. Was passiert, wenn jetzt noch mehr kommt und noch mehr und noch mehr und noch mehr? Dann bist du drin. Mm. Und kommst nicht mehr so schnell raus, weißt du, was ich meine? Fies. Ja, Mann. Und so, das sind so. Ja, es ist schwierig, man. Es ist ein super kompliziertes Thema, Mann. Ja, Bro. Aber man merkt, du hast dir auch Gedanken gemacht darüber, weißt du? Ja, voll. Aber ich finde auch, Bro, ganz ehrlich, ich finde, man sollte. Es ist ein mega Stigma, weißt du? Es ist so, mega viele Leute reden nicht darüber. Ja, voll. Über sogenannte Schattenseite, über das, was in deinem Kopf vorgeht, ja, über Mental Health und so. Ist am Serdo mir auch ein mega wichtiges Thema, Bro. Ja. Und es ist auch mega wichtig, dass die Leute auch sehen, Bro. Es ist nicht immer nur Riese auf der Stage und Party und Goldplatte und Platinplatte, Bro. Es war ein fucking Kampf da nicht, auch erstens. Sehr. Und zweitens ist auch täglich ein Kampf, um auch zu sagen, ey, ich schaue jetzt auf, ich gehe ins Studio. Ja, voll. Weißt du, wenn also du... Also nein, im Studio gehen und so, ich bin gerne im Studio, Bro. Ich mache gerne, weil ich dort allein bin, Bro. Ja. Ich kann mein Zeug machen. Ja, also das ist schon nicht so. Weil ich Studio gar nicht gerne und so. Aber dann halt auch so wie... Ich, keine Ahnung, Alter. Ich sehe jetzt zum Beispiel... Ich poste auf Instagram Stories und so. Poste ich, wenn ich zum Beispiel gut drauf bin. Yeah. Poste ich etwas in die Story. Yeah. Aber... Alter, es gibt Leute da draussen, denen geht es verschissen und die müssen die ganze Zeit posten, wie es ihnen gut geht. Bro, ich will nicht in denen in eine Haut stecken, Bro. Ja, ja, ja. Das ist ganz wüst, dich rausgeben als jemand, wo du gar nicht auf bist. Auf Zwang, weißt du, das ist mühsam, Mann. Bro, das ist ganz grusig, Alter, weißt du, wie ich meine? Yeah. Und Bro, ich sage dir ganz ehrlich, so ohne Social Media, Bro, würde wahrscheinlich die Musikwelt nicht so gut funktionieren. Natürlich, yeah, weißt du? Yeah. Wie viele Labels kommen und sagen, du musst jetzt TikTok machen und so. Ja, weißt du. Mach einen Song für TikTok. Ja, weißt du, so, ja, zum Beispiel. Ja, ja. Zum Beispiel. Bei uns ist es sehr locker. Wir haben es mega gut mit denen von Universal, Bro. Sie kommen uns so viel entgegen, auch bei Sachen, auch privat, Bro. So wie, hey, wie geht das, wie funktioniert das? Die helfen sehr gerne, sind super, super Leute. Aber Bro, was ich sagen muss, ist so Social Media, Bro. Ich sehe es einfach vor allem bei unseren Schwestern, Mann. Bro, die nimmt das mit, Alter, Mann. Die Leute hauen Filter rein mit Body und was weiß ich. Und dann ist jemand schwanger und gebärt ein Kind und sie hat nicht mehr so eine schöne Figur. Auf einmal hat sie das Gefühl, sie ist der schlechteste Mann auf der Welt. Bro, ich habe in meinem engen Umfeld, ich wollte jetzt nicht sagen, wer wie wo, aber ich habe in meinem engen Umkreis auch Frauen, wo Bro, sie kommen nicht klar mit dem Social Media, aber sie wissen nicht, dass Social Media das Problem ist. Yeah. Weißt du, wie ich meine? Schön gesagt. Und das ist so wie, die wissen nicht, was los ist mit sich selber. Haben auf einmal Komplexe. Bro, das ist der Teufel, Alter. Ich sag dir ganz ehrlich, Mann. Ich schwöre, und das ist Gift für unsere Jugend, Bro. Aber so wie... Bro, das ist schon nur Beziehung, weißt du? Schon nur Beziehung. So. Es gibt ja schon nur so Dramen und so Streitereien und Diskussionen wegen Likes zum Beispiel. So, oder Alter. Wegen Sachen folgen, wegen Sachen nicht folgen. Ich und der allen entfolgt. Ja. Das ist promotechnisch gewesen, Bro. Ja. Wir wollten uns folgen.
Und so wie auch wahrscheinlich auch ein bisschen Aufräume im Instagram. Ja, ja, und ja. So vielen Leuten gefolgt, wo wir denken, wir haben ja fast nichts mit denen zu tun. So, weißt? Dann haben wir wieder angefangen, den Leuten zu folgen. Und du kannst ja nicht an jeden denken, weißt du. Ja. Und dann kommt ein, hey Bro. Sind wir cool? Hey, ist irgendetwas? So, wegen Bro, was ist los? Ja, Bro, du folgst mir nicht mehr. Oh, Bitch, komm, Alter, Alter, mein Bro, Gott. Aber ich würde noch gerne kurz bei dem Thema bleiben, was ich ein mega wichtiges Thema finde, wo du vorher angesprochen hast, bevor wir weitergehen. Selbstbild und die Schönheitsideal, mit denen übrigens Frauen schon seit eh und je zu kämpfen haben. Ja, voll. Also, weißt du, es gibt ja jenes die Magazine über die Kanik. Bro, ich weiß gar nicht, wie all die Magazine Annabelle und was, wie die alle heissen. Ja, auf der einen Seite steht so, liebe deinen Körper, wie du bist und so. Und auf der anderen Seite 10 Tipps, wie du abnimmst für den Sommer und was weiß ich. Kommt die Serie gar nicht mehr draus, Alter. Bro, und vor allem, also weißt du, so das Körperbild und so gut ausgesehen und all das Zeugs, all die, das ist so etwas, das ist seit Jahren da, weißt du. Und Social Media, Bro, ich verschrecke selber, wie viele Menschen so nonstop Filter benutzen und nicht ohne können. Ja. Also wirklich nicht ohne können. Also die es zugeben, weißt du, das sind so die, ja, ich will gerne einen Filter drauf und dann ist auch gut, aber die drauf bestehen, so, ja, ich sehe so aus. Ja, ja. So, Bro, die leben dort, du musst dir vorstellen, Bro, ich weiß nicht, Alter, die haben Probleme mit rausgehen. 100%. 100%. Also kann ich mir vorstellen, Bro. 100%. Das ist der Tod, Alter, also keine Ahnung, Mann. Und ja, du hast eben recht, es nimmt Leute mit, weißt du, es nimmt auch Leute mit. Ja, hoher, Alter, also habe ich das Gefühl. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich Instagram und so gehabt hätte. So. Wenn es nicht musst, wegen dem Job so. Ja, also, oder vielleicht, ich wollte jetzt nicht gross reden, Bro, aber. Klar, du vergleichst. Meine Nichte, sie wird jetzt 10. Bro, sie hat kein Handy, sie hat kein TikTok, alle in ihrem Alter haben das. Ja. Alle. Und so, eben einfach zum Sagen, so, meine Schwester hat einen guten Job, macht einen guten Job dort durch. Aber du kommst nicht drum herum, Alter, Mann. Dass irgendwann eines Tages, Mann, sie will das Handy, will auch und was weiß ich. Willst du auch nicht, dass sie etwas nicht hat, was andere haben? Ja. Und weißt du, es ist hure schwierig, Alter, mit dem hure Internet ist es hure schwierig geworden, Mann, heutzutage. Ja, weißt du, wir sind auch in dieser Zeit gerade, wo wir ungefiltert sind. Weil wir sind jetzt da, wo die ganze Zeit neue Sachen kommen. Ja, voll. So TikTok ist auf einmal rum. Die ganze Social Media Welt ist ja neu und wir sind ja mit denen aufgewachsen. Wir sind noch die Generation, wo ein bisschen beides hat. Also wir haben so die Offline-Welt sehr stark gehabt, natürlich. Genau. Aber ich meine, MSN-Zeug. Genau. Und jetzt kommen die Leute in eine Welt, wo es schon Social Media gibt. Weißt? Ja. Die kennen gar nicht anders. Und das ist auch eine separate Welt, Alter. 100%. Man muss auch sagen, es hat eine Zeit lang gegeben, wo auch sehr viel informiert wird durch Social Media. Auch sehr viel, also du hast ja deine Bubble und du hast ja deinen Feed, so, dass du folgst. Und du kannst natürlich deine Social Media schon so machen, dass du sehr viel Positives hast. Safe. Über Mental Health. Safe. Über was geht in der Welt rum. Aber fix. Im Großen und Ganzen, glaube ich. Es ist aber schwieriger, in das reinzukommen. 100%. Aber viel einfacher in schlechte Sachen. 100%. Aber eben so auch mit, ich kann mir auch vorstellen, Bro, ich vergleiche mich auch nonstop mit anderen Filmemachern und Fotografen. Ja. Und ich denke, ein paar haben schlechteren Content als ich, ein paar haben besseren Content als ich. Und es läuft so viel besser. Und du fängst dich an zu vergleichen, du sagst, wieso? Weißt du, und auf die einmal. Die verdammten Zahlen, Bro, das Follower und Likes. Du tust anhand von Zahlen dich messen. Genau. Genau. Und das ist das Problem, oder so. Dein Wert wird definiert durch wie viele Leute kennen dich. So. Bro, vielleicht sind wir auch jetzt eine zu alte Generation für das. Vielleicht ist das die neue Ära, Bro. So wie unsere Eltern da in die Schweiz gekommen sind und nicht verstanden haben, wieso wir jetzt am 10, 11 Abend noch raus müssen. Weißt du, wie. Vielleicht ist das. Vielleicht ist das jetzt einfach so. Wir sind jetzt die Eltern, die das nicht verstehen. Weißt? Ja. Und wenn sie dann älter werden, dann werden nochmal Jüngere kommen und dann haben die auch etwas Neues. Und vielleicht ist es das, Bro. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, also nicht gegen Moll, schon gegen Social Media, aber so wie ich vertreibe meine Musik, also ich mache Werbung für meine Musik dort. Ich habe auch super Followers und ich finde es auch sehr gut. So, ohne das wäre es sehr schwierig mit der Musik. Ja. Also weißt du, so. Fix. Vermarkten und all das Zeugs, weißt du?
Ja, schon ein wichtiges Instrument für ja, deine Karriere. Schon wichtig, für, ja, voll. Ich wollte da nichts sagen. Weißt, ja, bevor da noch einer kommt und sagt, ja, Bro, so, weil deine Musik wird eh durch das. Aber Bro, wer unser Podcast nur auf Spotify, Bro? Keine Ahnung, man, wird wahrscheinlich nur ein Gast gehabt. Also, wird nur ein Gast auch erreicht, so, wo sie gesagt hat, ey, ihr macht geiles Zeugs. Aber ja, durch TikTok und durch die Videos auf Instagram und so weiter haben wir mehr können erreichen. Mehr es ist ein Fluch und ein Segen, glaube ich. Ja, voll, voll. Aber eben, es, wie alle in meinem Leben, Bro, es ist mega, Bro, mein Vater hat das immer gesagt und das ist etwas, was mir im Kopf lieb ist. Er hat gesagt so, du deine Füße nur so weit strecken, wie deine Decke langt. Sehr, weißt? Sehr stark. Und es ist wie mit allem im Leben, Bro, Social Media, so, schau einfach, dass du dein Handy in der Hand hast und nicht ja, dein Handy dich. Ganz checkst, genau, so, ganz genau. Checkst, Bro. Das ist hart. Aber ja, Bro, so ist es wirklich wie mit allem ja, im Leben, Bro. So, ja, schau einfach so. Voll. Ja, Mann. Hey, schönes Gespräch. Yes. Ich habe noch ein Quiz vorbereitet. Oh, geil. Wo ich wollte, dass du gegen das Herat. Oh, geil. Ja, es geht ein bisschen um Musik. Okay. Aber ein bisschen um alles. So. Okay, hoffentlich. Okay. Nice. Ein bisschen um alles. Wenn du Schweizer Rap wärst, nein, 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 es ist Musik. Ich meine, Bro, ich aber auch. Du wärst besser als ich wahrscheinlich. Ja, vielleicht ein bisschen besser, mhm, aber nicht unbedingt. Also, let's go. Wie heißt der Song von RZ? Also, warte, ist das. Wie funktioniert das? Also, wie funktioniert das? Bro, ich tue Fragen. Ablesen. Ja. Und der, der zuerst ist, der hat. Oha. Antwort. Okay, 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 okay. Shit, Alter. Kellys hat einen Song gemacht darüber, dass etwas alle Jungs zum Garten bringt. 2003. Milkshakes. Mein Milkshake bringt alle Boys zu den Jahren. Ich habe nicht gewusst, wer Kellys ist, Bro, bis ich gehört habe, alle Jungs in den Garten bringt. Okay. Ich niemals hätte gesagt. Okay, 1-0. Okay. Alter, aber nicht, dass es zu 0 wird. Alter. Bro, nein, nein. Ich habe einen Punkt gemacht, ich verliere jetzt sicher an, ich schauen. Welcher Schweizer Fußballer hat 2010 seine kurze Rap-Karriere gestartet mit dem Song Zeig Gesicht? What the fuck, Alter? Mit, das mit dem Bandit zusammen. Wer ist das? Zeig Gesicht. Keine Ahnung, Alter. Also, das ist doch voll so. Eine richtige Lachnummer gewesen, nicht? Ja, es war eine richtige Lachnummer. Wow. 2010 ist er kurz Rapper geworden. Ist es ein Shapey gewesen? Nein. Nein, 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 Bro. Es ist glaube ich, wirklich ein Schweizer gewesen. Er ist mittlerweile Trainer. Ja, oh mein Gott, was ist der? Murat Yakin. Ist es der Alex Frey? Alex Frey. Oh, Rasputschwo, yeah. Mann. Alter, wirklich? Hat er einen Song nicht gehört? Nein. Er hat mit dem Bandit zusammen einen Song gemacht. Krass. Er heisst Zeig Gesicht und er rappt. Schweizer Nationalhymne? Nein, Alter. 13 Morgenrot daher. Und Ding ist, Bro, er kommt so mit Gehstock und Pimpmantel. So, ich muss das schauen. Gibt es das auf YouTube? Es ist auf YouTube, aber ich sag dir ehrlich, wer das passiert, der in Tös. Wer wird der eine oder andere Flatter geflogen? Wer der eine oder andere nicht mehr Fußballer wurde, wegen kaputten Knien. Mit Unterhosen wäre er wieder weg. Was ist der all-time meist gestreamte Song auf Spotify? Das ist von Justin Bieber. Falsch. Nicht mehr leider. Nicht mehr. Nein. Nicht mehr? Wow, das war jetzt ein Typ. Darf ich jetzt gleich immer ja, sagen, ja. Bro, du hast noch keine Antwort gegeben. Ich habe das gewusst, Alter. Der meist gestreamte. Ich gebe einen Tipp. Auf ganz Spotify. Heide. Der Typ ist der Beweis, dass auch hässliche Menschen berühmt werden. Ed Sheeran. Ja. Wie heißt du Ed Sheeran? Ja, Bro, er ist auch Bro, warte, ich habe mir jetzt einen Gangnam Style oder so. Der kommt mit Ed Sheeran. Okay, geil, Bro, geil. Crazy, also, aber Anni, the Song, du hast gesagt, the song. Jetzt. Bro, ich kann Ed Sheeran. Shape of You. Shape of You, bravo. Yes. Start Ice. Welche Band hat Smells Like Teen Spirit gesungen? Hä? Here we are now. And it smells like Teen Spirit. A grunge band, gegründet in Seattle. Hey Bro, mit so, ich bring mir gar nicht Information. Ja. The grunge band? Nirvana. Nirvana. Nein, mit ACDC wäre ich voll daneben. Ich bin ja fast ACDC, ich habe ja fast will sagen. Hauptsache mir an Ding nicht. Irgendetwas. Okay. Heide Bier. Dancing on My Own ist ein Song, 2010 released. Dieser Club-Hit gsi. Wie hat sie geheißen, die Sängerin? Dancing on my own. I be dancing on my own. Keine Ahnung, Alter. Weiß ich nicht, Mann. Scheiße, wir sind schlecht. Dancing on my own. 2010, das ist 12 Jahre her. Was ist vor 12 Jahren so in gsi? Ist das dort die Phase, wo so, das ist wo so, für so Hauslieder auch eingegangen sind? Weißt du, wieso? Es ist so ein Club-Anthem. So. Bro, keine Ahnung. Wie heißt sie geheißen? Robin heißt sie. Dancing on my own. Keine Ahnung. Welche Song
mega catchy, ist 2011 ein massiver Hit von Gotye. Ich weiß nicht mehr, wer Gotye ist. Gotye. Die Band hat das Track rausgebracht und hat nie mehr etwas released. Now, used to know, you just somebody that used to know. Genau. 2-1. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber ja. Das Lied heißt Somebody That I Used to Know. Ah, okay. Ich kann das nur, wie es in dir jedes Jahr. Lied, Alter. Es gibt immer einfach jedes Jahr Memes von dem Namen. Bro, es gibt eine A Cappella-Version von dem auf YouTube. Und ich sagte, der Typ hat so krass Talent. Bro. Ja, wirklich. Geil, Alter. Über 5 Millionen Copies verkauft seit dem Release von in 2012. Welche Single suche ich? Von Imagine Dragons. Bro, Mann, mit was für. Wer ist Imagine Dragons, Alter? Bro, er hat mich mit dem Freund terrorisiert. Mit dem ich weiß nicht, den Namen nicht. Ich weiß nicht, den Namen weiß ich nicht, Mann. Den Song haben sie gemacht für einen Krebskranken, wo gerade sehr viel bestrahlt worden ist. Ja, yeah, okay. In die Chemotherapie. Und wenn man bestrahlt wird mit Chemotherapie, dann ist man. Bestrahlt. Dann. Immun. Nein, dann bist du. Nein, nicht immun, Mann. Was radioactive. Du? Radioactive. Immun, Alter, Mann. Das ist schnell. Scheiße. Okay, 3-1. Oh mein Bro. Holy shit, Bro. Okay, okay. Zero. Welche Single von Miley Cyrus? Oh mein Gott, das war sie. Ist eine von der ikonischsten und unvergessbaren Musikvideos von 2010. Bro, wie ist das mit dem Wrecking Ball? Wrecking Ball! Nein, Alter, Mann, das ist mit dem Teil! Ja, ja, Bro, mit dem riesen Pausenling. Mit dem Wrecking Ball. Ey, Bro, ich hab eigentlich kassiert. Okay, ich hab noch ein paar Fragen. Okay, okay. Let It Go ist ein berühmter Song aus einem Disney-Film 2013. Let It Go! Von welchem Film? Let It Go! Das schaut meine Nichte mal an, warte. 2013, Disney-Film. Warte, das ist. Wie heisst die, Mann, Alter? 2013 ist er rausgekommen. Also, ist aktuell. Er hat es nicht, er hat es nicht. Bro, Mann, ich weiß es, Mann, ich weiß. Denk an die Jahreszeit, wo er spielt. Bro, ich weiß schon, Mann, ich weiß schon, es ist. Elsa. Sie heißt Elsa? Okay. Und Elsa ist die? Scharmut aus Deutschland. Weißt du was? Wir geben ihm den Punkt. Ja, ja, fix. Ich hätte es in der Frozen, gesagt, Bro. Die Frozen. Die Eisprinzessin. Die Eisprinzessin, Alter. Stopp. 4-2. 4-2, ja, ja. Skandal. 2016 hat Queen Beyoncé ein Album rausgebracht, wo Durst gelöscht hat. Wie hat das Album geheißen? Bro. Wow. Sie das mit Album, Durst löschen ist eine Anspielung, Bro. Ich glaube, sie hat das Album rausgebracht, ohne Promo, ohne nichts, ohne Reden. Pum, ist es rausgekommen. Ich weiß schon. Aber ich Lieder weiss wie Seven. Kann man Telefonjoker brauchen? Bro, ich weiß nicht. Wieso denn nicht? Bro, Beyoncé bin ich nicht up to date. Durst löschen ist gerade schon Insider. Was ist Durst löschen auf Englisch? Durst löschen. Then life gives you. Champagne. Carrots, Kartoffeln. Wisst ihr es nicht? So nein, 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 Bro. Lemonade. Wow. Heißt das Album. Nie werde ich draufkommen. Okay, nächste Frage. Hure schlecht, Alter, next Mann. Ich schreibe das Hure an, dass wir so schlecht sind, Alter, Mann. Get Lucky ist ein Single, released im 2013 vom Album Random Access Memory von welcher Gruppe? Daft Punk. Alter, was war mit dir, Mann? Mit Pharrell Williams, Bro, Daft Punk. Ich habe wieder Pharrell Williams gesagt, aber. Get lucky. Come too far. Ah, shit, sicher keine Idee, Mann, Alter. Ich bin stabil, Alter. So Sachen, Mann. Ey, ich habe gedacht, ich kann es nicht. 5-2 Jungs, es geht noch weiter. Okay. Kann noch mal aber Richtung 2000er machen. To Pimp a Butterfly. Ja. Ist heute noch eines der krassesten, meist Hip-Hop-Alben, die es gibt. Pimp? To Pimp a Butterfly. Von wem? Von wem ist es? Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Bro, ich los den Kendrick Lamar. Bro, wie du kein Kendrick Lamar? Ich weiß, er ist brutal gut, Bro. Aber Bro, ich bin hängen geblieben auf 90er und 2000er. Gib dir das letzte Album. Das ist mach das Problem. Mal, mach das mal. Gib dir das aktuellste Album, es ist wurde gut. Das ist mein Problem. Ja, Bro. Ich weiß, das Neue mit dem Dart habe ich ein bisschen los drin. Ja. Dort, wo er sagt, keine Ahnung. Dort, wo er sagt, Michelle Goyen. Nein, Bro, ich muss mich mehr mit Kendrick Lamar und Kendrick mit der neuen Szene. Er ist schon der Beste, also ja, kann man so sagen, oder? Nein, Bro, ich bin 2000er und 90er. Welcher Song von Eminem und Rihanna ist vom 7. Studioalbum Recovery
und hat über 12 Millionen Copies in Amerika verkauft. Alter, das weiß ich, ich kenne den Clip auch, aber jetzt ja, genau, der Name, genau, Bro. Den Namen nicht ah, mal nachkommen. Eminem, Rihanna. Alter, ich weiß den Namen nicht. Das ist peinlich. Hey, Zapp. Das ist peinlich. Ich weiß den Namen echt nicht, Bro. Just gonna stand there and watch me, man. But it's okay, because I... Love the way you like. Love the way you lie. Okay. Lie. Schön. Love the way you lie. Okay. 6. Bin 6-3. 6-3. Nein, 5-3. 5-3. 5-3. Okay, mach die Lyrics fertig. Sin City's cold and empty. No one's around to... Bang me. Oh, I'm blinded by the light. Judge me. Judge okay, me. Ja. Freu mich das? Aber das reimt sich ja gar nicht, Alter. Sin City cold and empty, no one's around to judge me. Ja, das stimmt. Ja. Das reimt sich echt nicht. Aber easy. Haven't done my taxes, I'm too. Turned up. Flexes. Turned up. Das okay. ist das Einzige. Aber dann will der Kollege das 700 Mal im Jahr erwähnt. Naja, das schießt mir gerade an, Mann. Ich schwöre, schießt mir böse an, Alter, Mann. Sag dir okay. ganz ehrlich. Ich habe noch eine. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till... I can no more. I can no more, Alter, Mann, ey. Verdammt nochmal! Okay, okay. Du sagst, du bist 2000er, Bro. Let's go, gehen wir 2000er in. Jetzt haben wir jetzt. Hang, Bro, hang. Hang. Bro, du musst dich Gesicht bewahren jetzt. Bro, sorry, Bro. Alter. Was machen wir jetzt, Bro? Was machen wir jetzt? Trotzdem eine Nummer 1 sind. Normal. Bro, einmal mit Gruppe-Chat mit Jungs diskutiert und ich bin so übertriebene Shindy-Fanboy in der Gruppe-Chat. Und damals der Shindy auch in die Gold gegangen, was auch immer. Und dein Kollege so. Man, Bro, voll übertrieben, ich finde ihn richtig scheiße. Und der richtig hässig. Man, hast du 18.000 Alben verkauft, was auch immer, weißt du, was ich sagen? Ja, ja, ja. Ich bin immer gut, Alter. Sobald es läuft, immer Auge, Bira. Immer normal. Okay, nochmal, finish die Lyrics. Girl, you my? Motive. Ah, der ist schön, komm. Der ist die Butter, okay, Bro. Okay, okay. Wie viel steht? Bruder, es steht. 7-4. 7-4, glaub. Okay. Look, entweder können wir 7-4 machen oder wenn wir zu den 2000er gehen. Ich bin auch unser 2000er Kind. Wir können gerne von 0 anfangen, weil ich fick dich auch dort, Bro. Wow. Okay, also. Aber du bist gut, Alter. Ich nicht schlecht. Let's go. Versuchen wir es. 0-0. 0-0. 0-0. 2000er. Jetzt geht es zum Stärken der Fodierung von mir. Let's go. Also von mir eigentlich nicht, aber große Phrase wie. Wer hat das Lied Hey Ja gesungen? Hey Outcast. Ja. Bro, du musst ein bisschen schneller. Stark. Bro, Outcast. Okay, Bonusrunde. Wie heißen die zwei von Outcast? Fuck. Boah, sag eine wüsste der. Vorher will ich nicht, ich weiß nicht, Bro. Snoop Dogg, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, wie das mit K heißt eine. Andrew 3000. Ja. Oh, okay. Krass. Okay. Bro, schlacht ist scheiße, Alter. Wie heißt, welcher von deinen vier Songs ist ein berühmter Britney Spears Song? Hit me baby one more time. Ist es Poisonous? Ist es Caustic? Ist es Icky? Oder ist es Toxic? Toxic. Ja logisch, ich kann es, ich kann es sogar ab und zu, ganz ehrlich, gib zu, Mann, Toxic ist zu gut. Seven Nation Army ist ein Song for the White Stripes. Ja. Wie geht er? Da, 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 da. Okay. I'm gonna marmo. Okay. Okay. Krass, ich habe jetzt. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwas hat. Das ist nicht Hip-Hop gewesen, oder? Nein, nein, Bro, aber irgendwas hat mit dem Kind einfach anfangen zu drehen und gesagt, wie sagt das? Ich habe das nicht mal gewusst. Stark, Bro, stark. Krass, stark. Bro. Welcher von deinen Songs ist nicht ein Beyoncé-Song? Single Ladies? Oh. Crazy in Love? Videophone? Oder Hollaback Girl? Hollaback Girl? Crazy in Love. Es ist Hollaback Girl. Wow, Hollaback ist von Gwen Stefani. Aber das Crazy in Love. Kennst du das nicht? Hollaback Girl ist das. Wie heißt das? Hollaback Girl? What? Ain't no Hollaback Girl. Yeah, ain't no Hollaback Girl. Hey, nein, Alter. Welcher Soundeffekt wird im Lied Paper Planes von der Mia benutzt? Boah, da bin ich lost. Da bin ich los. Wer ist Mia? I'm high like... Wie hat das Lied? Bro, wieso? Was ist das, Mann? Wieso so schlecht, Mann? Oh, hä? Es wären gewesen Gunshots. Okay. Ich finde es nur kurz. Ich find's schön, dass du uns unterstützt und einmal so... Du weißt, dass man nicht checkt und du so ein, zwei Lieder singst. Sowieso. Ja, weißt du, zum Beispiel... Bro, das ist voll scheiße für mich, Alter, Mann. Okay. Ich bin ein Amateur. Nein. Gut, das ist jetzt Pop ein bisschen auch, Bro. Welche Part von Shakira lügt nicht? Lügt nicht. Ja. Ihre Ohren, ihre Hips. Hips.
Hips don't lie, Bruder. Hips don't lie, Bruder. Sag stark. Okay, okay. Okay. Welcher von deinen Artists hat zusammen einen Song gemacht? Eminem und Blink 182? Eminem und Dido? Dido und Dave? Eminem und Dido. Wie heißt das Lied, Bro? Stan. Sehr schön. Krass. My tears can't call it anyway. Boah, was ist das von dem? Ja, yeah, yeah. Das ist Dido. Krass, Alter. Stark, Mann. Stark. Was haben wir jetzt? 2-2, 3-2. 2-2. Wenn du das Hip-Hop-Quiz. Geh Hip-Hop rein, Bro. Geh Hip-Hop rein. Geh rein, Bro. Come on, come on. 2000er oder 90er? Ich schnell eine Grimasse kennen. Heide. Heide. Shit, Mann. Okay. Egal, egal was, Bro. Fuck okay. It, auch wenn ich verliere. Bon, welches Record-Label hat Artists wie Dr. Dre, Tupac und Snoop Dogg? Death Row. Death Row Records, boom! Bro, er fickt mich in dem. Bro, er hat gesagt, ich bin so. Death Row, am jetzt zeig auf dich. Wie alt ist Notorious B.I.G. gewesen, der gestorben ist? 24. 24, Bro, er fickt mich kaputt. Ich sag dir mal. 4-2, ja? Ich sag dir mal, Zahlen, okay. Five Dog, Q-Tip und Ali Shahid, oh. Mohammed, sind Members gewesen auf welcher Gruppe? De La Soul, A Tribe Called Quest, Arrested Development oder Digital Underground? A Tribe Called Underground. Quest. Also, A Tribe Called Quest. Es ist A Tribe Called Quest. Krass. Ich hab geschätzt, Bro. Ich hab geschätzt. Ich hab nicht gecheckt. 4-3, Bro. Heb die noch. Okay, komm. Ja. Mach die Lyrics fertig. Also. Shit. Now, in my younger days, I used to sport a shack when I went to school. I always had a lot of swag. I flunked all my exams. I carried lunch in a bag. Oder I didn't have a backpack. Hä? Ich kann den Song nicht, ich weiß nicht, ob ich richtig ausgesprochen habe. Also wir müssen jetzt sagen, welche von deinen vier. Ist es? Aha, hast du jetzt aufgezählt? Ah, ich dachte, du hast jetzt ganze Rap. Now, in my younger days, I used to sport a shack when I went to school. Das ist ja der Satz. Und jetzt ist es, I always had a lot of swag. Oder? Ist es, I flunked all my exams. Ist es, I carried lunch in a bag. Oder ist es, I didn't have a backpack. Ich habe das Gefühl, carried lunch in the bag. Der zweitletzte. Sagen dir beide das? Ja. Yeah. Oder das ist der drittletzte? Das ist der zweitletzte. Der zweitletzte. Da haben beide Punkte. Okay. Schau mal, das hat nie gebracht. Welcher Rapper? 5-3. 5-4. Kein Member vom Wu-Tang Clan. Wu-Tang? Wu-Tang Clan, enough of the fuck with. Wu-Tang? Ist es Method Man? Ist es ODB? Ist es U-God? U-God, sorry. Oder ist es Royce the 5'9? Royce the 5'9. Hat recht. Ja. Yeah. Der ist mit Eminem. Wie hat seine Crew geheißen mit Eminem? D12. Ja. D12, Mann. Die sind auch massiv Umex. Was ist 5-5, Bruder. Was ist los? Was ist der Name vom Fresh Prince DJ? Wow. Will Smith. Was? Fresh Prince? What was the name of French Prince DJ? Aha. Sorry. Ist es DJ Duke of Earl? Oh. Ist es DJ Jazzy Jeff? Ist es DJ Funk Flexmaster? Oder ist es DJ King Koppa? Ich sag zweite, was du gesagt hast. Ich sag der zweitletzte, der Flank Flash. Das ist der DJ Jazzy Jeff, der zweite. Yes. That's life, eh? Let's fucking okay. Go. Yes. Nenn die Sängerin, wo Singerin verheiratet war mit dem Notorious B.I.G. Oh, das weißt du sicher, Bro. Ich zähl nicht mal auf. Die, wo verheiratet ist? Gsi ist. Zähl auf, wie denn? Also Lil Kim ist es nicht, oder? Ist es Lil Kim? Ist es Mary J. Blige? Ist es Faith Evans? Ist es Charlie Baltimore? Faith Evans. Korrekt. Der Park hat sie auch banged. Wie heißt das? Das Lied hat doch sie gesungen, oder? Ja. Every step I take. Okay. Welchen Nas-Song hat Jay-Z ein Sample gemacht in seinem Song The President? Ist es The World Is Yours? Ist es One Mic? Ist es If I Rule The World? Ist es Made You Look? Ich hätte gesagt Made You Look. Ich glaube, If I Rule The World. Es ist The World Is Yours. The World Is Yours. Ich schwöre auf alles. Ich habe zuerst überlegt, das. Okay, letzte Frage. Was bedeutet OPP? Other People's Poison? Other Bevor es weiter... Wie ist der Stand? Ich weiß nicht, aber ich glaube, er ist am 4. mit einem Punkt. 7-6 am 4. glaube ich. 7-5. Okay, 7-5. 7-6. 7-6. Okay, will ich jetzt mal aufpassen. Was bedeutet OPP? Ja. Yeah. Other People's Poison, Other People's Problem, Other People's Property, oder keiner weiß es genau. Erste. Was ist erste gewesen? Other People's Poison.
Ich sage other people's problem. Auch nicht. Keiner weiß es. Falsch. Keiner weiß es. Er ist sicher, dass immer dann, wenn es kommt, keiner weiß, ich keiner weiß. Okay. Ja, ja. Bro, Chapeau. Danke, was soll ich sagen, Mann? Du bist ja nur Nummer 1 beim Rappen, du bist auch Nummer 1 da bei der Quiz, Mann. Bei den 90er Quiz, Bro. Aber er hat geredet und er hat abgeliefert, Bruder. Normal, danke, Bro. Bruder. Wie das Ausland immer macht. Danke, Bro. Aber es ist ein Knäbe gewesen. Ist Knäbe gewesen, Bro. Du hast gesagt, verloren, alles gut. Aber ich persönlich muss sagen, dass die Frage, mit welchem Teil von Shakiras Körper lügt nicht. Es bro, ist geil. Der ist grob, der ist brutal gewesen. Bro, der ist. Es ist auch ein anderer Grund, wieso ich so schnell gewesen bin mit dem, aber schon gut. Ist gut im Englisch. Schon. Okay, würde ich sagen. Ja. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig zum beurteilen. Sonst so die meisten Kurden, Türken, die können kein Wort Englisch. Bruder, ich bin ein bisschen am Zwingen, um auf Englisch Film und Serie zu schauen. Das ist gut. Bro, nicht nur er, auch meine Freundin, Bro. Sie so, also weißt, Bro, das ist gut, so lernst du auch gut. Okay, hey, wir sind beim Ende angekommen von unserem Podcast. Langsam schon. Ja. Yeah. Vielleicht. Resümee. Tun wir noch das ein oder andere rausschneiden. Hey, am Anfang war es schon easy kritisch, wie wir. Ich glaube, ich habe geschaut, die ersten 1 Stunde 10 Minuten haben wir. Ich glaube, wir haben die ersten 10 Minuten haben wir die Mutter. Die erste ist schon ein seriös geworden, Alter. Bro, nachher sind wir deep worden, Bro. So wie es gehört, oder? Ja, wir sind dann im Räumlich gesprochen, dann quasi. Mal beleidigen Mutter, 5 Minuten später reden wir über mentale Probleme. Was ist? Nein, Bruder, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Es war wirklich schön. Danke vielmals, dass ich da sein. Und es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, Bro. Es war ein super, super Talk, Bro. Küsst dich sehr. Es fühlt sich sehr gut an, da zu sein. Danke vielmals. Sehr gerne bald. Bevor wir fertig machen, wolltest du uns noch eine Frage stellen? Wir haben die ganze Frage gestellt, Bruder. Ja, Bro. Ja. Arsch. Wie? Haare. Ich will Arsch geben, ja. Aha. Sorry. Für dich, Mann. Wie und. Wann, also wie haben wir angefangen mit kurz und bündig? Das wäre so. Ist eine Frage, die wir sehr oft bekommen. Okay. Yeah. Wir haben es mal thematisiert kurz in den ersten paar Folgen irgendwann. Aber, okay. Erstmal eben der Kollege von uns, der Nedim, der wir auch im Intro gehört, hat uns gesagt, machen einen Podcast und nennen es kurz und bündig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wäre der Name nicht so gut. Ich hätte keinen Podcast gemacht. Krass, ich sag dir ganz ehrlich. Der Name ist der, was Redi ins Rolle gebracht hat. Krass. Rolle gebracht hat. Bro, und ich bin so gewesen, Bro, mein Leben lang immer, ich wollte immer irgendetwas machen. Aha. Weißt du? Und ich habe jetzt so, ich habe meine Firma, die ich gegründet habe, eigentlich so, es war so im Verkaufsprozess gewesen. Ja. Und ich habe nicht mehr viel zu tun gehabt gerade. Und ich habe am Start immer gesagt, Bruder, machen wir einen Podcast. Du weißt so, wie das ist, so, hocken wir an, machen wir. Und irgendwie ist es einfach nicht, also mir hat nie etwas gemacht. Hat. Also, Bro, ich habe so in Erinnerung, dass wir easy bei dir im Zimmer darüber geredet haben und wir so, ja, Bro, zu zweit vielleicht ein bisschen kritischer. Wenn du zwei bist und du mal jemanden triffst, dann ist es so wie, oder zwei Personen mehr, dann ist es wie so eine Gruppendynamik spielt. Stimmt, weil, Bro, wir haben, zu dem Zeitpunkt haben wir so ein bisschen andere Podcasts gelesen, wo regelmäßig auch Gäste dabei sind. Ja. Und wir haben dann gemerkt, haben wir so, Bro, bei dem Podcast, wo Gäste dabei sind, ist so leider 80% redet eine Person, dann, und die anderen 20% teilen sich auf die drei Personen auf. Mhm. Und dann denken wir so, wieso, Bro, es wäre halt schade, wenn wir so etwas machen, wo immer nur jemand redet und die anderen sind wie so einfach, wenn ihr lustig sind, dann lustig, wenn nicht, dann nicht. Und dann bin ich eines Tages, Bro, ich bin original so, da in das Haus runtergelaufen, der Jungs so, komm ab, ich bin unten, ich mit Kaffee in der Hand, Bro. Weißt du, wie der gesagt, komm da rüber, weißt du, chillen wir es da. Ich laufe da runter, Bro, und ich sehe einfach in dem Zimmer neben dran, ein eingerichtetes Zimmer mit Mike, mit Mischput, alles. Alles schon ready. Und ich habe nichts dabei gedacht, er so, es läuft praktisch nicht viel. Er so, ja, easy, ja, ja, müssen wir wieder Podcast machen? Ich so, ja, wir haben jetzt mal angesprochen, dann wir machen es nicht. Er so, okay, nehmen wir auf. Ich so, wie jetzt? Er so, ja, Bro, ich habe jetzt alles gekauft, Bro, wir sind ready, nehmen wir auf. Krass, du bist einfach gemacht, Bruder. 1600 Stutz an einem Skin, Bro, nicht ausgegeben. Ja, Bro. Ich habe Podcastmaterial an den Tag, ich so, wir nehmen es auf, Bruder. Und dann haben wir aufgenommen. Ja. Und die erste Folge, Bro, manchmal macht es Spaß, die erste Folge ist so brutal, ja, so Mann. Gut. Es ist so lustig, Bro. Und nach 40 Minuten habe ich gecheckt, ich bin nicht am Aufnehmen. Er hat über Mike vom Laptop aufgenommen, Bro. Du kannst einfach so. Bro, ich kann das so gut mit Videoclips, Bro. Ja, ja. Bro, wir haben auch einen halben Tag mal gedreht und es war einfach nichts gewesen. Bro, das ist scheiße, Mann. Das ist gross. Und dann haben wir eben gesagt, wieso, ey, es ist richtig lustig gewesen. Versuchen wir nochmal das Gleiche machen. Und ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, es ist gut nachher. Ja, Bro. Und ich sag dir ganz ehrlich, Bro, wir dürfen auch ein bisschen braggen. Ja, natürlich. Bro, wir machen einen brutal geilen Podcast. Und ja, eigentlich, Bro. Das Ding ist, wir haben gesagt, wir sind echt nur wir beide, Bro. Und ab und zu kommt mal ein geiler Gast, wie du jetzt. Ja, geil. Wir sind ein lustiges Gespräch, Bro. Aber der Fokus sind wir zwei. Und
Wir machen viel, wir haben viel vor. Ja, Mann. Ja, und eigentlich ist gerade eine sehr gute Überleitung, weil wir müssen auch ein kleines Announcement machen. Eid. Und zwar... ich gebe Arsch. Ab 1. August, jeder, der bis jetzt noch hier zugelassen hat, ich hoffe, ihr hört dann noch weiter zu, aber ab 1. August passieren zwei Sachen. Das erste ist, wir fangen an mit Merch. Wow. Genau, ihr werdet dann können Merch kaufen. Wir nehmen euch professionell aus. Ihr werdet es auf unserem, auf unserem Kanal sehen. Und das zweite ist, Serhat, was machen wir jetzt? Wir gehen uns eine Sommerpause. Okay. Kreative Pause. Bro, seit ich in diesem Kunstbusiness bin, es ist zu geil, wenn du kannst sagen, ich mache Kreativitätspause. Brutal. Es klingt einfach geil, Alter. Dann sind die Ferien gerade anders. Weil es wird einfach, niemand fragt, was du in der Ferien machst. Ja, du fragst einfach so, ey, läuft's gut. Und kommst klar, ja, bro, ist schwierig, weißt du, aber ich versuche. Der Biamabig, weißt du, voll nicht am Morgen. Ja, vom 1. August bis zum 1. September sind wir nicht offline, aber einfach mal in einer Pause, in einer Kreativitätspause. Wir haben die eine oder andere Idee gesammelt. Wir haben mit dir auch kurz angeschaut. Ja, voll. Und da müssen wir jetzt hinter dem bleiben, parat machen alles und dann ab 1. September, wenn wir nicht Mütter ficken, dann ficken wir spätestens dann. Geil, Alter. Genau, also nochmal einfach gesagt, wir sind einen Monat in einer Kreativpause. Das heisst, ihr werdet, das ist die letzte Folge für einen Monat. Folge 22. Genau. Ein Monat Pause. Und dann Folge 23. Vielleicht machen wir auch Staffel 2 dann. Check. Vielleicht auch Season 2, wer weiß. Wenn so irgendwie kannst du Geld machen. Voll, Mann. Keine Ahnung. Bro, du kannst das Intro. Yes. Wir haben aber auch ein sehr geiles Outro. Okay. Gut gesagt. Geben wir ihm. Gibt er das. Wir geben ihn. One Love. Danke schon mal fürs Zuhören, wie immer. Wir sind kurz und mündig. Das mal mit. Ja, zappet die Zapp, der Ficker von den Fickers. Und ja. Druck den Outro, Brüder. Bevor es schlimmer wird. Okay.